Plattsport, der Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2020 zu Plattsport, dem Sportpodcast. Mein Name ist, war, bleibt Martin Tetzlaff. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr euch in diesem Moment für unseren Podcast entschieden habt, uns eure Lebenszeit schenkt, zuhört. Ich kann nur versprechen, im neuen Jahr wird es genauso schlimm wie im letzten Jahr. Also bleibt dran, wird Spaß machen. Genau, ein gesundes neues Jahr, ein friedliches neues Jahr. Aktuell ist ja eine Menge los auf der Welt und das ist mir doch persönlich ganz wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen. Frieden und Gesundheit, das ist das Wichtigste. Das wünsche ich euch von Herzen und im Namen vom kompletten Plattsport-Team. Apropos neues Jahr, ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, bevor wir dann sozusagen auf das Gespräch kommen, was wir heute vorbereitet haben. Wir haben heute einen ganz tollen Gesprächspartner in der Leitung, der hört auch schon zu. Den stelle ich gleich vor. Nur ganz kurz, am kommenden Samstag, den 11. Januar, feiere ich meine alljährliche Geburtstagsrevue, die The Sensational Martin Tetzlaff Birthday Singer Songwriter Show Night. Und es treten immer wieder tolle Musiker auf der kleinen Bühne im Poschteckel in Neukölln, in der Plügerstraße, in Berlin-Neukölln, für all die, die die Stadt wissen wollen. Und der Eintritt ist wie immer frei. Kommt bitte vorbei und feiert mit mir meinen 23. Geburtstag. So, und die zweite Sache, die ich noch sagen möchte, ist, wenn ihr euch schon immer mal gedacht habt, wie können wir Plattsport unterstützen? Und zwar mit Moneten, Pinke-Pinke und so weiter. Das könnt ihr tun. Da wir kein Verein sind oder kein eingetragenes Dingsbums, keine GbR oder irgendwas, können wir das nicht offiziell machen. Aber privat könnt ihr mich natürlich auch kontaktieren und anschreiben. Plattsport hat monatliche Kosten für den Server, für den Provider und überall, wo wir sozusagen im Internet sind, müssen wir auch einen Taler hinterlassen, dass wir da unsere ganzen Dateien hochladen können. Material kostet was, Fahrtkosten und so weiter. Und wenn ihr mich da unterstützen wollt, im Moment läuft das alles noch aus meinem eigenen Geldbeutel, dann schreibt mich an kontakt@plattsport.de. So, jetzt habe ich auch genug geredet. Jetzt möchte ich meinen Gast vorstellen, den ich heute da habe. Ihr habt ihn in der etwas lang geratenen Sendung gehört, unser Jahresrückblick mit Andreas Lorenz, mit Ralf Politz und Rolf Grande. Und wir haben ihn am Anfang eingeschaltet, weil letztes Jahr war das große Thema Video Assistant Referee, Videobeweis, Videoschiedsrichter, wie man es auch nennen mag. Und da haben wir Knut Kirsch angerufen und der ist jetzt hier in der Leitung. Hallo Knut. Hallo Martin, grüß dich. Gutes neues Jahr. Gesundes neues Jahr. Hast du gut gefeiert? Ja, wir haben im Familienkreis gefeiert bei uns zu Hause, also von daher ganz gediegen. Ganz gediegen. Wie stellt man sich das bei so einem ehemaligen Schiedsrichter vor, das Feiern? Ja, stehst du dann da und sagst so, hier, da kommen die Gläser hin und bestimmst du da oder kannst du dich sozusagen da fallen lassen? Nee, das ist ganz klar, das ist wie auf dem Platz, da machen wir die Aufstellung, da kontrollieren wir, ob alle da sind, da wird angepfiffen, dann gibt's Raclette und dann gibt's pünktlich die Halbzeit. Die Halbzeit ist 24 Uhr, 0 Uhr werden die Raketen steigen gelassen und danach wird angepfiffen zur zweiten Halbzeit und dann geht's in die Verlängerung. Ja. Und die Verlängerung ist dann... Die legt dann nicht nur der Schiedsrichter fest. Die Verlängerung ist dann hoffentlich feuchtfröhlich und am Ende wird ein Pokal emporgereckt. So ungefähr, ja. Das muss doch immer komisch sein, oder? Wenn du ein Spiel pfeifst und dann wird abgepfiffen, in der Regel, wenn es nicht gerade unentschieden ist, feiert eine Mannschaft oder reckt einen Pokal in die Höhe. Du hast ja auch mal ein Pokalfinale gepfiffen, ich glaube 2009 war das? Ah, 2008, ja. 2008. Aber sonst nicht weit weg, ja, 2008, genau. Dortmund-Bayern. Ja. Das muss ja auch krass gewesen sein. Und wie ist es als Schiedsrichter, alle feiern und du gehst dann irgendwie, wenn du einigermaßen zufrieden mit deiner Spielleitung warst, du gehst dann in die Katakomben, wie man so schön sagt, zurück. Machst du dann mit deinen Schiedsrichterassistenten oder mit dem vierten Offiziellen, den es ja dann auch irgendwann mal gab, hat man dann zusammen bei so einem Anlass dann auch die Korken knallen lassen? Also grundsätzlich muss man, es gab zwei Spiele, bei denen ich tatsächlich auf dem Platz noch war. Das war einmal das Spiel, wie du schon erwähnt hast, 2008, das Pokalfinale, weil da wird auch das Schiedsrichterteam dann noch kurz geehrt, wenn die Ehrungstribüne aufgebaut ist.
das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man da dabei ist. Klar, auf der einen Seite hat man eine Mannschaft, die unterlegen ist, wenn man mit sich und seiner Leistung als Team dann aber im Reinen ist und bekommt dann das auch von der unterlegenen Mannschaft soweit bestätigt, dann hat man schon auch ein gutes Gefühl. Das andere war tatsächlich mein finales Spiel im Mai 2016, Bayern gegen Hannover, als Bayern dann auch zu Hause die deutsche Meisterschaft gefeiert hat am letzten Spieltag. Und dann genießt man das als Schiedsrichter auch tatsächlich nochmal auf dem Platz, ein bisschen abseits. Wir saßen auf der Gäste-Trainerbank. Aber das war schon nochmal was Besonderes. Und ansonsten, hast du vollkommen recht, geht das Schiedsrichterteam runter und feiert im Stillen, wenn es denn sicher ist, dass es einen guten Job verrichtet hat. Sag mal, da ist so ein bisschen eine demütige Haltung dann auch gegenüber seinem Job. Und ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war auch 2012, das Spiel in der Rückrunde Dortmund-Bayern, Dortmund damals 1-0 gewonnen, Dortmund damals auch deutscher Meister geworden, das war, glaube ich, am 30. Spieltag. Und du gehst von so einem Spiel raus, du hast keine gelbe Karten, mit dir ist alles zufrieden. Und die ganze Anspannung löst sich dann in so einer Kabine. Du bist dann zuerst mal kurz in der Dusche, haust dir das Handtuch über den Kopf, dann entlädt sich das alles und dann könntest du eigentlich die Nacht zum Tage machen. Ja, so ist dann der Endorphinausstoß. Ich habe diesen Film gesehen, Referees at Work, über die Europameisterschaft 2008. Da gibt es ja auch dieses eine Spiel, da sind die Schiedsrichter auf dem Platz ganz schön unter Beschuss und dann gehen sie in die Kabine. Und ich glaube, das sind dann auch die Italiener oder sind es die Engländer? Auf jeden Fall lassen die ganz schön in der Kabine dann die Korken knallen, oder sinnbildlich, also nicht wirklich die Korken knallen. Ja. Ist das immer so, also dass die Schiedsrichter mit ihrer Leitung zufrieden sind und dann so richtig lässig werden? Also das ist nicht immer so, dass die Schiedsrichter mit ihrer Leistung zufrieden sind. Aber wenn sie zufrieden sind, dann wissen sie auch zu feiern. Ja? Und ich glaube, das gehört dann auch dazu, dass man da sicherlich, wenn andere Augen draufschauen auf diese Schiedsrichterleistung, sagt, findet man sicherlich das eine andere Haar in der Suppe. Und dann können manche nicht verstehen, warum sich dann Schiedsrichter und Assistenten abklatschen auf dem Feld oder sonst irgendwas. Oh, hätten die mal genauer hingeschaut und überhaupt. Aber das ist, das sind auch Sportler, das sind Wettkampfsportler. Und da freut man sich, wenn man einen guten Wettkampf absolviert hat. Noch eine ganz kurze Frage. Du hast gerade gesagt, das letzte Spiel war Bayern gegen Hannover. Das war in der Allianz Arena? In der Allianz Arena damals. Das ist danach, letzte Bundesligaspiel. Ist danach, muss ich ganz frech fragen, ist danach Uli Hoeneß mit dem Wurstkorb in die Kabine gekommen und hat gesagt, war schön mit dir? Weil es gab ja auch Schiedsrichter, wo er gesagt hat, der wird nie wieder ein Spiel vom FC Bayern pfeifen. Ja, das gab es auch. Nein, das war tatsächlich im Vorfeld des Spiels, kam nicht Uli Hoeneß, sondern Karl-Heinz Rummenigge in die Kabine, hat sich bedankt mit einem kleinen Präsent auch und nochmal Revue passieren lassen, die 15 Jahre in der Bundesliga, die Spiele, tatsächlich die meisten Spiele hatte ich in der Bundesliga mit Beteiligung des FC Bayern München. Hat dann auch so scherzhaft gemeint, ja, über 2-3 Spiele müssen wir dann nochmal reden. Da waren sie nicht so einig mit mir, aber ansonsten habe ich schon einen großen Teil in der Bundesliga dazu beigetragen, dass das alles ordentlich lief. Das freut einen dann auch, wenn man diese Wertschätzung bekommt. Dann gab es noch den offiziellen Blumenstrauß draußen auf dem Feld. Also da ist, muss man dann schon auch sagen, da ist Bayern dann auch ein Verein, der das nach außen hin auch so dementsprechend wertschätzt. Stichwort Wertschätzung. Also ich kann dich jetzt sehen, wir beide sprechen über FaceTime miteinander. Das ist nicht so oft, dass ich dann den Gesprächspartner hier übers Internet dann auch sehe. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass du ganz schön einen stolzen Gesichtsausdruck bekommst, wenn du diese ganzen kleinen Sachen erzählst. Auch diese Beteiligung, viele Bayern-Spieler, ich glaube, da werden nicht die Anfänger häufig hingeschickt. Ja, das ist so. Du erarbeitest dir das irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Ich kann mich an mein zweites Bundesligaspiel erinnern. Das war tatsächlich sogar Bayern gegen Gladbach. So ein Klassiker, ja. Und man merkt es ja so nach und nach mit den Ansetzungen auch als Schiedsrichter. Und wenn du da, immer vorausgesetzt, jedes Bundesligaspiel ist eine schwere Nuss. Aber wenn du dann so auch so in der Wertigkeit der Spiele immer weiter mehr Kracher bekommst, mehr Derbys bekommst, Schalke Dortmund, Schalke Bayern, Dortmund Bayern und so weiter, dann merkst du schon, Menschenskinder, die vertrauen dir ja. Und dieses Vertrauen, das stärkt einen ja auch. Das macht einen ja auch stolz. Also ich erlebe das ja selber an meinen Kindern. Je mehr man sie loslässt und mehr man ihnen vertraut, oder bei meinen Mitarbeitern, dann ist das schon auch eine Art von Wertschätzung,
die dazu teil wird und bis heute einen natürlich auch. Kommen wir mal zu dir persönlich. Du hast ja gerade gesagt, deine Mitarbeiter, du bist ja kein Profi-Schiedsrichter gewesen. Sowas gibt es ja noch nicht im deutschen Fußball. Meinst du, das kommt? Kleine Fußnote, meinst du, das kommt irgendwann? Ich glaube, dass es so, wie sich das jetzt entwickelt wird, es irgendwann mal kommen, dass es Profis gibt. Es gibt nahezu Profis. Die meisten richten, oder nein, alle Bundesliga-Schiedsrichter richten eigentlich ihr Berufsleben nach der Schiedsrichterei aus. Die einen sind noch 20%, 40, 50, 60% tätig, berufstätig. Für mich war das immer so eine Geschichte, dass man im Kopf auch noch was anderes hat als die Schiedsrichterei. Eine gewisse Unabhängigkeit auch trotz Leistungsgedanken im Fußball. Aber ich denke, es wird kommen. Die Rahmenbedingungen sind schon geschaffen. Der Stab drumherum ist professionell aufgestellt. Und die Schiedsrichter müssen mehr und mehr auf Tagungen, Lehrgänge, Stützpunkte. Man verlangt unheimlich viel von ihnen ab. Trainingsdaten, die man wöchentlich übermittelt an den DFB mit Trainingssteuerung. Auch das ist mehr und mehr professionell. Also ich denke, irgendwann wird er kommen und es wird gar nicht mehr allzu lange dauern. Es gibt ja in der deutschen Eishockeyliga sowohl Profi-Schiedsrichter, die nichts anderes machen als Eishockeyspiele pfeifen und leiten. Und es gibt die, ja, Semiprofessionellen, wie das aktuell auch im Fußball ist. Und da gibt es tatsächlich auch die Unterschiede, dass Schiedsrichter ja ein, zwei Tage oder einen Tag locker vorher zum Spiel fahren können und die nebenbei noch arbeiten müssen, fahren gehetzt zum Spiel, kommen gerade so an. Denkst du, beim Fußball sollte es auch erstmal nur ein Teil sein, so quasi die Elite der Elite-Schiedsrichter, oder sollten das gleich alle sein? Im Grunde genommen muss man aufpassen, weil man kann zwar sagen, es sollen die 10 FIFA-Schiedsrichter sein, die gleichzeitig auch international im Einsatz sind. Allerdings, wenn ich als Schiedsrichter-Team unterwegs bin, dann kann es auch mal sein, dann sind als vierte offizielle normale Bundesliga-Schiedsrichter dabei. Dann sind die auch unter der Woche im Einsatz und dann gleich wieder am Wochenende. Und gleichzeitig muss man auch darüber diskutieren, die Assistenten haben den gleichen zeitlichen Aufwand. Also das wird schon dann eine größere Zahl. Es muss nicht 100% sein, aber es wird eine größere Zahl sein, wenn man dann wirklich umstellt aufs Profitum. Die andere Geschichte ist ja auch die, je nach Alter, je nach Zugehörigkeit zur Liga, vielleicht will der ein oder andere das auch gar nicht haben. Also wenn mir einer mit 45 bei einer Altersgrenze von 47, okay, beim Profischiedsrichter wird die Altersgrenze vielleicht dann wegfallen. Aber wenn mir einer mit 45 Jahren einen Profivertrag angeboten hätte, bis zu einer Altersgrenze von 47, und ich nebenher nahezu voll arbeite, dann hätte ich mir auch überlegt, also das mache ich wahrscheinlich nicht, ja, sondern hätte gesagt, okay, dann war es eine schöne Zeit, ja. Interessanter Punkt, an den habe ich gar nicht so gedacht, dass sozusagen ja, man auch ein Leben danach noch haben wird. Ja. Ich habe mit Lutz Fröhlich auch mal ein Interview gemacht und da habe ich ihn auch gefragt, so mehr oder weniger, was spricht denn eigentlich dagegen, die Altersgrenze anzuheben, wie es beispielsweise ein paar Schiedsrichter in England haben. Ich glaube, da sind es 50 Jahre. Was spricht eigentlich dagegen, die Grenze höher zu setzen und trotzdem die Skills, die so ein Schiedsrichter erreichen muss, Fitness und so weiter, kardiologische Gründe und so weiter, ist ja auch nicht zu verachten, dass man die dann trotzdem aufrechterhält, aber sagt, wenn einer mit 50 noch so fit ist wie mit 30, warum soll der nicht weiterhin Spiele pfeifen? Im Grunde genommen, ja, dann ist die Altersgrenze 50. Also im Grunde genommen würde nichts dagegen sprechen. Jetzt selber aus dem Erlebten heraus, vielleicht auch mit der Doppelbelastung, und rückblickend habe ich in der Bundesliga 15 Jahre lang gepfiffen. Irgendwann mal erlebt man dort Generationen von Spielern. Die sieht man kommen, die sieht man gehen und irgendwie ist man trotzdem immer dabei. Der Fußball hat sich rasant weiterentwickelt, nicht nur vom Tempo, sondern auch von dem drumherum. Das heißt auch die Geschichten, die ja um die Schiedsrichterei herum aufgebaut wurden, die Professionalisierung, die vielen Stützpunkte, die vielen Lehrgänge, das ständige Weiterbilden, Videoanalysen, Training, das Weitergeben von Trainingsdaten und so weiter. Und das ist, wenn du dich dann, je näher du an die Altersgrenze kommst und nebenher noch berufstätig bist, auch reduziert, dann musst du dir irgendwann mal den Gedanken machen, ja, wenn es die Professionalität halt nicht gibt, das Profitum, mache ich es noch lange oder mache ich es nicht mehr lange, ja, wenn das eine immer wächst. Und ich sag mal, das spricht so ein bisschen dagegen. Ehrlich gesagt, ich war dann
Ich war zum einen glücklich, dass ich pfeifen konnte bis zur Altersgrenze, und andererseits, wenn mich jemand gefragt hätte, komm, willst du noch ein Jahr machen, hätte ich wahrscheinlich abgelehnt und gesagt, nein, das war eine schöne Zeit, 15 Jahre lang, das ist ausreichend Zeit. Und wenn man da zurückschaut, so junge Kollegen wie Harm Osmers oder Matthias Jöllenbeck aus der zweiten Liga, so junge Talente, wo ich denke, Menschenskinder, die haben einen langen Weg vor sich. Allein schon bis zur Altersgrenze 47, annähernd 20 Jahre. Ja, das ist also schon eine lange Zeit. Man bereitet sich ja auch dann mental auch schon vor, dass es dann vorbei ist. Irgendwann, ja, und dann, das war wirklich so. Ja. Wie lange hast du dran knabbern müssen, dann nicht mehr Spiele zu pfeifen? Oder musstest du auch dran knabbern? War das schön? Dadurch, dass ich wirklich ein Jahr lang Zeit hatte, mich darauf einzustellen, und genau wusste, so ist es, und nicht irgendwie im Sommer nach einer Qualifikation jemand angerufen hat und gesagt, ja, du, wir nehmen dich raus, sondern ich konnte mich quasi ein Jahr lang von der Bundesliga verabschieden. Das war wirklich eine schöne, das waren viele schöne Reisen nochmal, und schöne Erlebnisse, und du bist motiviert bis in die Haarspitzen, weil du natürlich in jedem Stadion, in dem du bist, bei jedem Spiel, in dem du sein wirst, sein oder warst, wollte ich natürlich die maximale Leistung abliefern, um nicht nachher gehört oder zu hören, Mensch, da ist jetzt aber auch Zeit geworden, dass der aufhört. Ja, du willst ja nochmal einen dementsprechenden Eindruck hinterlassen. Aber ganz frech gefragt. Also mein alter Arbeitgeber, da hätte mich einer aus der Geschäftsleitung gefragt, sag mal, warst du dann in den Jahren davor aber nicht genauso motiviert? Doch, das ist schon. Die Motivation war genauso. Nur, das war jetzt, ich wollte damit nur sagen, dass du im Grunde genommen jetzt nicht sagst, ja, jetzt habe ich noch ein Jahr, da kann ja nichts passieren, ich höre ja am Ende der Saison auf und jetzt lassen wir es mal ein bisschen auslaufen. Nein, eben gar nicht, weil die letzten Eindrücke sind die bleibenden Eindrücke. Ja, wenn es halt im letzten Jahr dann hieße, ah ja, der Kircher, da merkt man, dass der jetzt aufhört und der lässt ein bisschen schleifen. Ich glaube, das wäre der falsche Eindruck, den man dann über sich selber lesen möchte. Wir haben jetzt erstmal ein kleines Intro mit dir gemacht, dich ein bisschen vorgestellt, aber ich würde gerne erstmal wissen, so du als Mensch, man hört ja an deinem Akzent, du kommst nicht aus Hannover, da wo man vermeintlich Hochdeutsch spricht, du kommst aus dem Schwäbischen, du kommst gebürtig aus Tübingen und du lebst auch noch in Baden-Württemberg, du bist Schwabe. Und mich würde mal ein bisschen interessieren, aus was für einer, also du bist, wie gesagt, einer der erfolgreichsten Schiedsrichter. Ich würde auch jetzt mal daran messen, dass du in deiner gesamten Karriere in allen Spielen, in allen Ligen, laut dieser Statistik, die Transfermarkt.de hier offeriert, glatt 25 rote Karten und 33 gelb-rote Karten verteilt hast. Also quasi relativ sparsam. Könnte man jetzt auch sagen, schwäbisch-schottisch, mit den Platzverweisen umgegangen bist, finde ich bemerkenswert und auch finde ich ein Zeichen von einem gewissen Erfolg. Aber ich würde gerne mal wissen, aus was für ein sozialen Milieu kommt Knut Kircher, der dann später Top-Schiedsrichter wird. Aus was für einem sozialen Milieu? Das hat mich auch noch niemand gefragt. Das ist cool. Das ist schön, coole ja. Frage. Nein, das ist eine coole Frage. Also, wie du schon an der Sprache gehört hast und erwähnt hast, ich bin Urschwabe. Das heißt, sowohl meine Mutter wie auch mein Vater sind aus diesem nahen Umkreis hier, aus dem Kreis Tübingen, Kreis Balingen. Ich selber bin in Hirschau aufgewachsen. Das ist ein kleiner Stadtteil von Tübingen. Also dörflich, ländlich geprägt, mit vielen Vereinen in einem Ort, in vielen Vereinen gewesen, viel gemacht in der Jugend, als Kind. Ich war zum einen natürlich Fußballer, zum anderen habe ich das Akkordeonspielen gelernt, zum anderen habe ich das Reiten gelernt, weil mein Vater ein Pferd hatte oder wir dann ein Pferd hatten. Zum anderen habe ich viel Theater gespielt, so in Vereinen, im Akkordeonverein, im Sportverein. Wie gesagt, ich bin geritten. Was haben wir noch gemacht? Ach ja, die Schiedsrichterei habe ich auch noch gemacht. Da kommen wir später dazu, wie du dazu gekommen bist. Da kommen wir später dazu, ja. Viel erlebt, tolle Jugend gehabt, Einzelkind. Viel gemacht, toller, ja. Also, du bist so, Baujahr 1969, ne? Baujahr 69, bodenständig. Irgendwann mal überlegt, als Abitur gemacht, irgendwann mal überlegt, Menschenskinder, was könntest du denn beruflich machen? War dann noch meine Wehrpflicht dann abgeleistet, da gab es noch das Thema Wehrpflicht oder Zivildienst, habe ich gesagt, okay, meine Wehrpflicht ist auch in der Nähe.
auf der Schwäbischen Alb in Münsingen. Die Kaserne gibt es heute gar nicht mehr, die haben sie aber nicht wegen mir abgebaut. Und dann überlegt, machst du Lehrer, machst eine bodenständige Bankkaufmannslehre oder studierst du vielleicht Maschinenbau? Und dann habe ich mich tatsächlich für Letzteres entschieden. An der Fachhochschule in Albstadt, also auch im Schwäbischen, Maschinenbau studiert. Also eine ziemlich gut bürgerliche Kindheit erlebt. Ja, muss man sagen. Ja. Ohne große Sorgen, gut behütet, keine... Ja. Hast du dann aber, du sagst ja, du bist Einzelkind, du musstest quasi also nicht kleinere Geschwister irgendwie delegieren oder dort sozusagen dich bewähren oder so. Nein. Trotzdem hast du offenbar, du musst es haben, weil sonst wärst du nicht in dieser Position geworden gelandet, einen gewissen Gerechtigkeitssinn. Wo kommt denn der bei dir her? Oh, Gerechtigkeitssinn vielleicht. Mag sich entwickelt haben. Also ich bin schon immer aufgewachsen mit vielen Cousinen und Cousins. Die waren so quasi Bruderersatz, Schwesterersatz. Dann vielleicht auch durch die Geschichte, dass ich früh im Akkordeonclub in Hirschau dann noch so in Richtung Geschäftsführer, also Kassier unterwegs war, mit 18 Jahren dort bereits für die Finanzen zuständig, vorher schon im Ausschuss tätig. Dann irgendwann mal in der Schiedsrichtergruppe für den Bereich Nachwuchsausbildung zuständig gewesen, mal Obmann gewesen und immer irgendwie versucht, so eine gewisse Balance hinzubekommen mit den Beteiligten. Also nie auf Konfrontation oder Gewalt, Krawall gebürstet, sondern so, das kann man auch diplomatisch versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Ich glaube, das hat schon sehr viel geholfen. Also du bist zumindest jemand, der gerne Verantwortung übernimmt. Ja. Ja, das hat sich aber auch gezeigt, auch bis heute. Also es ist egal, ob man dann irgendwie als Elternbeiratsvorsitzender in der Grundschule, im Gymnasium, egal irgendwo oder jetzt in meinem beruflichen Leben, ist genauso, ja. Erinnerst du dich noch, wie du dann tatsächlich das erste Mal mit Fußball in Berührung kommst? Weil ich meine, Akkordeonclub ist schon mal klasse. Ich bin da, wie gesagt, auch Musiker. Vielleicht möchtest du ja am Samstag noch auf meiner Revue auftreten. Das wäre, glaube ich, da kommen viele Leute, um sich das anzuschauen. Ja. Nein, ich muss jetzt am Wochenende meine Schwiegermutter nicht besuchen. Die hat erst im Februar Geburtstag. Die stammt übrigens aus Neukölln. Nein. Doch, meine Frau stammt aus Neukölln. Jetzt wird es interessant, aber weißt du noch, welche Gegend von Neukölln? Ja, pass auf, ich glaube, da gibt es eine Straße, die heißt, das ist, oh je. Jetzt wird es interessant. Soll ich meine Frau kurz fragen? Ja, frag doch mal deine Frau ganz kurz. Ja, Moment, ich frage mal meine Frau, aus welcher Straße in Neukölln, wo sie aufgewachsen ist. Spannend, sehr, sehr spannend. Ja. Also ich muss dazu sagen, das habe ich bei Plattsport auch noch nicht erlebt, dass einer meiner Interviewgäste durch seine Wohnung geht und seine Frau nach etwas fragt. Sehr schön. In Neukölln, wo, in welcher Straße bist du aufgewachsen? Ja, Donaustraße 83. Das ist ja wirklich bei mir um die Ecke, wo ich groß geworden bin. Ja, ich bin genau in dem Kiez. Donaustraße, Weserstraße, zwischen Sonnenallee und Karl-Marx-Straße, genau in diesem Brennpunkt, wie man heute sagen würde, groß geworden. Also Knut, ich finde, das war jetzt auch echt krass zu sehen, was du für ein Typ bist. Ja, also es gibt da ganz andere, die ganz anders umgehen mit ihrer Art. Egal. Du hast mich ja schon mal überrumpelt, als du mich einfach angerufen hast. Komm, wann machen wir einen Termin? Und ich stand da gerade 20 Minuten vor der Sendung und hab Puls bekommen und dann rufst du mich an. Aber wunderbar. Genau, Fußball. Ja, war das Thema. Fußball war das Thema. Also Fußball, klar, irgendwann in der E-Jugend, damals gab es noch keine F-Jugend, damals gab es noch keine Bambini, das waren Spielklassen oder Jugendklassen, die gab es bei uns noch nicht auf dem Land, E-Jugend zum ersten Mal. Irgendwo hinten in der Abwehr, früher noch Franz Beckenbauer. Auch jemand, der bestimmt hat. Libero und Vorstopper, ja, das waren die Spielsysteme, mit denen ich groß geworden bin. Und in der B- und A-Jugend war ich dann im älteren Jahrgang immer noch im Tor. Also aus der Abwehr bin ich nie rausgekommen, sondern obwohl von der Größe her wäre ich das geborene Kopfballungeheuer, aber letztendlich hat es für das nie gereicht. Du bist sehr groß, du bist doch größer als ich. Ich bin 1,91 und ich glaube, du bist 1,8.
1,96. Wahnsinn. Ich glaube, das kann man auch im Internet alles angucken, in Interviews und so weiter, dass sozusagen deine Größe sozusagen auch schon ein Bestandteil deiner Autorität war. Ja, das hat sicherlich das ein oder andere Mal geholfen, ja. Wenn wer vor dir stand zum Beispiel? Ach, da gab es alle. Und das ist ja das Nette, ja, das ist ja egal. Da waren alle Größen der Bundesliga, standen mal vor Kircher oder Kircher stand mal vor allen Größen der Bundesliga, je nachdem, wie man den Satz dreht und wendet. Ja. Man war immer mittendrin, stand nur dabei. Und das war aber das Schöne. Es ist im Grunde genommen, ging es nicht um das Thema Konfrontation, sondern Kommunikation und eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das hat scheinbar immer irgendwie gut geklappt. Okay, aber du bist auf jeden Fall, wir sind jetzt immer noch beim Fußball. Beim Knut, den Abwehrrecken, der Libero oder zumindest das Kopfballungeheuer. Ja, genau. Und der verspürte nie die Motivation als Fußballspieler, dann, weil er sagt, Menschenskinder, da ist jetzt ein Schiedsrichter auf dem Platz, der kann es nicht so wirklich und da muss ich doch jetzt zeigen, dass ich es besser kann. Sondern die Motivation kam irgendwann mal in der B-Jugend. Jedes Jahr suchen Vereine Nachwuchs händeringend für die Schiedsrichterei. Jedes Jahr ist ein Nachwuchslehrgang und Neulingslehrgang. Und natürlich auch unser Verein hat so einen gesucht. Und wenn du dann zu viert in einer kleinen Gruppe mit 16-Jährigen zusammenstehst und ein hochmotivierter Jugendleiter kommt in so einem kleinen Dorf und sagt, Menschenskinder, ihr werdet genau die Richtigen, ja, und hättet ihr nicht mal Interesse, Schiedsrichterei zu machen? Und du sagst dann, naja, okay, komm, dann machen wir es halt, ohne zu wissen, was daraus wird und ohne zu wissen, was das alles sein könnte. Und so habe ich es dann tatsächlich gemacht, beziehungsweise alle vier haben wir es gemacht. Drei davon blieben nicht lange hängen, obwohl wir uns am Anfang immer gegenseitig auch mit begleitet haben, auf Fahrrädern zum Spielort. Aber die anderen drei, die haben 1, 2, 3 Jahre maximal gepfiffen. In den ersten 3 Jahren war die Schiedsrichterei auch nicht wirklich so an Priorität. Ich hatte Priorität 1, ich hatte 18 Spiele in Summe in 3 Jahren, das ist nicht wirklich viel. Und irgendwann war das so mit Studium verbunden, weg von zu Hause, trotzdem Fußball dabei zu bleiben, sporadisch noch ein bisschen gekickt in der Bezirksliga als Torwart, das ist so damals die 7. Liga gewesen, als Torwart durchaus nicht untalentiert, aber halt nicht so talentiert, dass es weiter oben reichen könnte. Und dann kommt man zum ersten Mal so in einer Schiedsrichtergruppe an, wird da anders aufgenommen, interessiert aufgenommen, junger Kerl, sportlich, macht das her. Dann guckt man dem mal zu, dann ist er nicht ganz talentfrei, dann darf er mal mit an die Linie, dann ist man schon im Team unterwegs, zu dritt ist eine ganz andere Nummer, eine ganz andere Motivation, ist dann natürlich bei höheren Mannschaften an der Linie. Und so nahm das Ganze seinen Lauf und irgendwann mal sagt man sich, okay, komm, den stecken wir mal in die Beobachtung und lassen den quasi in den Wettbewerb rein. Hast du da an der Stelle schon gemerkt, dass du ein bisschen mehr Talent hast als andere in deinem Alter, die Schiedsrichter geworden sind? Ja, du selber kannst es, ich glaube, sehr schlecht beurteilen, weil du ja nicht so, du kennst den Querschnitt innerhalb deiner Schiedsrichtergruppe, du kennst aber nicht den Querschnitt, wenn du so unterwegs bist, innerhalb des Württembergischen Fußballverbandes, geschweige denn darüber hinaus, regional oder das ganze Bundesgebiet, das nicht. Oder lass mich mal anders fragen, wenn du, über welches Jahr sprechen wir da, wo du genau an der Stelle jetzt gerade angekommen bist? Ich habe 86 angefangen, ich bin 89, 90 so mit den Dreh rum. Ja. Wenn du dann damals Fußballspiele im Fernsehen gesehen hast, hast du dann schon gemerkt, dass du die eine oder andere Entscheidung vielleicht besser getroffen hättest? So als Fernsehzuschauer sind wir natürlich immer die besseren Schiedsrichter und sehen alles viel besser mit 500 Kameraperspektiven, damals waren es nur 3. Hast du aber trotzdem da schon gedacht, Mensch, keine Ahnung, wenn ich jetzt den Dieter Pauli da sehe, das hätte ich besser geregelt, eine andere Körpersprache oder so. Warst du da schon so weit? Ja. Nein, noch gar nicht. Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe noch nicht mit den Augen eines Schiedsrichters ein Fußballspiel angeguckt, sodass ich mich da wirklich hineinsteigern könnte oder so hochkonzentriert zu sagen, Mensch, das war jetzt eine tolle Entscheidung oder das war jetzt, die Entscheidung war jetzt noch nicht so gut. Da war ich noch nicht so wirklich infiltriert von dem Schiedsrichter-Virus, der dann wirklich später kam, also wo man das mit einer deutlich höheren Intensität dann auch begleitet.
und so ein Fußballspiel ganz anders anschaut. Das kam erst später. Wird man, wenn man da immer höher steigt in den Ligen, wird man dann fast süchtig auch? Gibt es dann irgendein Suchtgefühl von, oh, ich möchte noch mehr Spiele pfeifen und ich möchte noch höher gehen? Ist es dann, also gibt es da irgendeinen Punkt, wo man dann auch sagt, so Mensch, da muss ich mich jetzt bremsen, weil sonst werde ich überambitioniert und mache vielleicht in meinem Engagement viel mehr Fehler, als ich eigentlich sonst machen würde? Ja, da muss man wirklich aufpassen. Also Fehler insofern, dass man andere Dinge auch vernachlässigt. Also ich hatte in Hochzeiten, an die 80 Spiele in einer Saison. Ja. Und das sind ja nicht mal so viele Wochen im Jahr und 80 Spiele. Das heißt, du hast eigentlich ständig englische Wochen oder vielleicht am Wochenende mal zwei Spiele und immer mit einem riesen Zeitaufwand, mit riesen Fahrtstrecken. Und da werden andere Dinge natürlich auch vernachlässigt. Und da muss man aufpassen, wirklich, dass man andere Leute einfach nicht abkuppelt oder abhängt von sich selber, weil die hat man sicherlich dann auch auf Dauer abgehängt und das ist dann schwierig, dann geht es zu sehr rein in eine Sucht. Ja. Aber du hattest einen gesunden Ehrgeiz oder hattest du einen Ehrgeiz, wo dich schon mal jemand, keine Ahnung, deine Freundin, Frau oder wer auch immer in deinem Umfeld dich ein bisschen bremsen musste und sagen musste, ey Knut, pass auf. Ich hatte immer einen gesunden Ehrgeiz, aber das heißt ja doch, dass auch wenn jetzt keiner die Schiedsrichterei begleitet, sondern einer ganz intensiv einem Hobby nachgeht, dass man dem auch mal sagt, du pass auf, in dem Wochenende und dem Wochenende müssen wir die Prioritäten halt anders setzen. Und so war das da genauso, ja. Ich komme mal jetzt schon so ein bisschen ins Detail hinein. Du bist jetzt schon, wir machen jetzt mal so ein bisschen eine Reise weiter in die Gegenwart immer mehr. Mhm. Du bist Bundesliga-Schiedsrichter und auf einmal stehst du auch im Rampenlicht und dann gibt es in der Bild-Zeitung und es gibt im Kicker und in anderen Blättern auch, gibt es die berühmten Noten. Mhm. Wie sehr war die Bewertung durch die Presse, was deine Arbeit, die du geleistet hast, wie wichtig war dir das, auch richtig abgebildet zu werden? Ach, ja, am Anfang schaut man da natürlich schon interessiert drauf. Also das ist, man steht zum ersten Mal im Kicker, man steht zum ersten Mal in der Bildzeitung. Hebst du dir sowas auch auf? Also ich habe mir viele Dinge aufgehoben, aber mit der Zeit hat es dann auch nachgelassen. Weil, sind wir ehrlich, auf der einen Seite kann man Dinge ja mittlerweile im Internet dann auch nachrecherchieren, da braucht man es nicht extra aufheben. Aber es gibt zig Presseordner bei mir zu Hause im Keller, wo Artikel von mir drin sind, von der Bezirksliga hin, den Weg in die Bundesliga, Spiele, dann gibt es Presseartikel von Schiedsrichterfans, die schicken einem tatsächlich auch von der Lokalpresse dort vor Ort nach Spielen, schicken die einem Zeitungsausschnitte und sowas hat man dann auch aufgehoben und es war dann schon nochmal interessant. Das lässt allerdings nach, beziehungsweise die Wichtigkeit lässt nach für einen selber, für die Öffentlichkeit, für Menschen, die nicht wissen, wie das Beobachtungssystem ausfällt. Sieht bei dem Schiedsrichterbereich und meinen, dass vielleicht eine Bildnote oder eine Kickernote unheimlich wichtig ist für die nächste Ansetzung oder das Nonplusultra ist für die Schiedsrichter. Das gibt es natürlich Menschen, selbst wenn man nicht reinschaut, die sagen einem dann, was man für eine Note bekommen hat. Und das idealerweise natürlich immer am Montagmorgen, wenn man ins Geschäft geht oder sonst noch Leute sieht oder unter der Woche sagt, boah, du hast ja einen Fünfer gekriegt, was war denn da los? Ja. Und dann denke ich, aha, okay, gut, so wird das wahrgenommen, aber dich selber interessiert es dann nicht. Du kriegst einen anderen Blick, du hast einen anderen Abstand, um deine Leistung reflektieren zu können. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Wir waren ja gerade bei den Noten. Hast du dich schon mal über eine Note wahnsinnig geärgert, dass du dann zum Hörer gegriffen hast und in der Redaktion angerufen hast und gesagt hast, also Leute, was ihr da schreibt, ist schon fast rufschädigend? Nein, das habe ich in der Tat noch nicht. Liegt daran, dass man den einen oder anderen Reporter natürlich auch mal sieht oder tatsächlich auch mal am Telefon hat. Aber jetzt unmittelbar danach habe ich nie einen angerufen und gesagt, also was du da schreibst, ja, das ist ja Wahnsinn. Nee, weil ich denke, das ist ja unheimlich schwierig. Also ich habe mich immer versucht, in die Lage zu versetzen und gedacht, Menschenskinder, wie gelingt es einem, 22 Spieler von Beginn an plus pro Mannschaft noch drei Spieler, extra nämlich die Ersatzspieler, also du hast ja im Grunde genommen 28 plus
einen 29., nämlich den Schiedsrichter, und dem Noten zu vergeben. Und dann hat mich das eher interessiert, wie funktioniert denn das bei einer Bildzeitung und beim Kicker? Und dann mitbekommen, okay, da werden Noten schon zur Halbzeit, Tendenzen, und wenn es da keine Änderung gibt, dann gibt es so quasi alles klar, passt, können wir so lassen. Und wir haben dann spaßeshalber immer gesagt, Menschenskinder, wussten wir gar nicht, dass der Würfel auch halbe Punkte vergeben kann. Ja. Normalerweise gibt es immer nur einen Würfel von 1 bis 6, aber vielleicht gibt es noch einen zweiten Würfel. Also die Noten, ja. Das muss man ja auch sagen, gerade beim Kicker, da gibt es zum Beispiel den armen Manuel Neuer, der hat eine fantastische Abwehr. In seinen Hochzeiten hat der, glaube ich, vielleicht 20 Tore pro Saison kassiert und hat dann 2 Schüsse aufs Tor bekommen und sonst nichts zu tun gehabt und hat dafür eine 3 bekommen. Also die Standardnote ist, er konnte sich nicht auszeichnen, also war gar nicht die Möglichkeit. Die Benotung aber durch den DFB, durch diejenigen, die die Spiele begleiten, das ist dann doch schon noch ein bisschen ernsthafter, oder? Ja, das ist auf jeden Fall noch ernsthafter gewesen, als tatsächlich die Präsenz im Fernsehen noch nicht so hoch war. Also dass noch von den Verantwortlichen nicht jeder so ein Spiel anschauen konnte. Oder angeschaut hat. Mittlerweile ist das ja auch kein Problem. Du kriegst ja jedes Spiel live, kannst also reingucken oder Konferenz und kannst dir den Schiedsrichter auch angucken und die Leistung in der ersten und zweiten Liga, kein Problem. Und zwischenzeitlich ist eine Benotung auch weggefallen. Also man ist weg von dem Notendruck, von dem Durchschnitt an Noten, der mitentscheidet über Auf- und Abstieg. Sondern man versucht eher über das Thema Coaching und qualitativ hochwertiges Feedback, fachliches Feedback, die Menschen weiterzubringen. Was aus meiner Sicht auch viel, viel besser ist, als zu sagen, oh, du hast jetzt eine 4, du hast jetzt eine 3 oder also ein Punktesystem oder irgendein anderes Notensystem. Hängt der Wegfall der Noten auch mit mit neuen Verantwortlichen zusammen, die sich um die deutschen Schiedsrichter kümmern? Ja, das ist sicherlich mit einhergegangen, mit einem Lutz Fröhlich, mit einem Florian Mayer. Da ist sicherlich auch da kommen neue Gedanken rein. Finde ich auch gut so, dass man da auch dann mit neuen Geistern auch neue Wege geht. Ja. Lass uns mal über deine Arbeit auf dem Platz sprechen. Du hast in vielen Interviews immer gesagt, es gibt viele Graubereiche, es ist nicht mal alles schwarz-weiß und dennoch bist du auf dem Platz jemand, der dann immer wieder für diese Schwarz-Weiß-Entscheidung dann sorgen muss. Also du machst sozusagen aus dem grauen Bereich, machst du eine Entscheidung, wo der eine sagt, ja richtig, toll, super, und der andere sagt, was pfeifst du denn da eigentlich? Hat es dir in deiner Karriere Spaß gemacht, auch gerade in wichtigen Spielen dann der Entscheider zu sein, oder fühltest du dich eher nüchtern als so ein notwendiger Bestandteil des Spiels und des Ablaufs von diesem ganzen Ritualen auf dem Platz und wie das läuft? Ja, also ich hatte nie Schwierigkeiten, mich zu entscheiden oder Entscheidungen zu treffen. Das wär auch verrückt, oder? Wenn du das so, das, oh Mann, jetzt muss ich mir entscheiden, was mache ich denn jetzt? Elfmeter oder nicht? Ja, ich muss mal überlegen. lass mal eine Münze werfen. Ja. Genau. Lass mal jemanden fragen, der könnte es vielleicht besser entscheiden. Ja. Frag doch mal den Olli Kahn, sag mal, was musst du jetzt machen? Elfmeter gegen dich? Genau. 5 Leute von jeder Mannschaft kommen, wir machen mal einen Stuhlkreis. Ja, ja, oder hier Tauziehen und so. Ja, genau. Nein, also ich hatte nie Probleme, mich zu entscheiden. Habe ich heute nicht, habe ich abseits des Platzes nicht. Das ist vielleicht auch eine Gabe, die man irgendwo lernt, die man drin hat. Hilft einem sicherlich. Auf der anderen Seite würde ich es nicht so sagen, dass ich mich als der Entscheider sehe, sondern eher einer, der mit seinem Spielwissen, mit seinem Spielverstand, mit seinem Fußballverstand etwas zum Spiel beiträgt und so versucht, so ein Spiel zu managen, zu lesen, zu lenken, zu leiten. Und das hat eher den Charakter, als zu sagen, boah, da kommt einer, der entscheidet jetzt, der sagt, wo es lang geht. Ich sehe es eher so, gib den 22 Spielern Leitplanken, in denen sie sich bewegen können. Und das ist halt auch der Graubereich dabei. Und da gibt es je nach Spielsituation, je nach Spiel, gibt es Leitplanken, die variieren innerhalb in der Breite oder in der Weite,
innerhalb dieser 90 Minuten. Und da muss man einfach situativ diese anpassen. Und das ist das, was es so ein modernes Spielmanagement einfach ausmacht. Du sagst modernes Spielmanagement, aber es klingt jetzt erstmal eher wie erzieherische Maßnahmen von Erwachsenen. Quasi du setzt die Leitplanken und innerhalb dieser Leitplanken ist so ein bisschen wie, ja, wie Erziehung von Kindern. Ne? Also innerhalb der Leitplanken könnt ihr kreativ sein, machen, was ihr dürft. Ist es vielleicht ist doch, so. Ist, also hast du dich auch so gefühlt in deiner, also, in deiner, also in deiner das, Arbeit? Das ist so, das ist ja in gewisser Weise, ich will nichts als Erzieher nennen, aber das ist, ja, wenn ich heute Kinder erziehe, also wenn ich jetzt auf unsere Kindererziehung drauf schaue, dann muss ich sagen, ja, dann haben unsere Kinder Leitplanken. Also wir schreien ja immer nach Vorbildern, nach Idolen heutzutage, ja, nach positiven Vorbildern. Und dann sagen wir, Menschenskinder, innerhalb dieser Leitplanken, die wir dir geben, mit gewissen Werten, mit gewissen Dingen, wo mir einfach wichtig sind, wo zum Fußball oder zum Leben dazugehören, da kannst du dich bewegen, da kannst du kreativ werden. Ja? Und da gibt es aber auch gewisse sogenannte No-Go-Zonen. Und wenn du da reingehst, das ist genauso wie ein Fußballspieler, wenn er einen Foul macht, dann muss man einfach halt sagen, das geht halt jetzt nicht. Ja? Aber andere, du kannst hart in einen Zweikampf gehen, der ist ballorientiert, aber da ist auch der Mann dabei, dann lasse ich weiterlaufen. Da habe ich absolutes Verständnis, das gehört dazu. Ja? Und das meine ich mit den Leitplanken. Gibt es da einen Zusammenhang mit dem Fakt, dass du relativ wenig Platzverweise ausgesprochen hast? Ja, man hat mir ein bisschen nachgesagt, dass ich so nicht der Papa gnädig bin, aber dennoch eine hohe Toleranzschwelle habe für den Eingriff, ja. Also eher viel laufen lassen habe. Und wenn ich heute jetzt schaue, internationalen Fußball, wenn ich schaue, wie so Manuel Gräfe, Dennis Aitekin, die lassen das laufen. Und ich bin ja heute in meiner Funktion als Beobachter, Schiedsrichterbeobachter in der ersten und zweiten Liga, schaue ich mir das an von der Tribüne und muss dann immer schmunzeln und denke, an der Reaktion der Spieler drumherum um dieses Geschehen, siehst du das dann, dass so etwas viel, viel mehr akzeptiert wird von den Spielern, die wirklich bis zum Exzess Fußball spielen wollen, in Extremsituationen weiterspielen wollen. Und da brauchst du nicht denjenigen, der dann jetzt sagt, oh, super, dass ich da bin, jetzt kann ich entscheiden, sondern die wollen einen, der mit Fußball-Sachverstand das Ding so weit wie möglich laufen lassen kann und die Leitplanken natürlich so weit auseinandersetzt, dass da drin maximal kreativ gespielt werden kann. Und wenn es dann wirklich ins Körperliche geht, also wenn es weh tut, die Spieler und den Fußball und den Sinn des Fußballs zu beschützen, dann da ist. Und das erlebe ich. Und von daher irgendwie hatte ich das auch irgendwie so versucht, auf den Platz zu bringen. Interessant. Also es ist tatsächlich wie mit Kindern. Kinder wollen spielen. Ja. Und ja, immer dann sozusagen, wenn sie irgendjemand wehtun, dann muss man nochmal sagen, halt. So ist es. Hast du irgendwann gemerkt, dass deine Spielleitung dazu geführt hat, dass Spieler das auch ausgenutzt haben? Das laufen lassen? Ich finde jetzt persönlich nicht, dass sie es ausgenutzt haben. Vielleicht haben sie es dann noch überreizt und haben nicht wirklich die Leitplanke erkannt, die dann im Weg stand und sind da freiweg drüber gehüpft und waren dann auf einmal überrascht, dass der Schiedsrichter da stand mit der gelben Karte. Ja. Aber jetzt ausgenutzt? Nein. Oder gab es Spieler, die gesagt haben, Mensch, bei dem Kircher, da kann ich das und das machen und bei Fandel kann ich das und das machen, dass man dich irgendwie auch so ein bisschen ausgeschaut hat. Also machen Mannschaften das, dass sie auch sagen, hey, bei dem Schiedsrichter, der beim Eckball, da achtet der nicht so drauf, was um den Elfmeterpunkt herum gerudelt wird, greift ja, da weniger ein? Also ich behaupte nach wie vor, dass ein Trainer, ein hochprofessioneller Trainer oder Trainerstab durchaus interessiert ist, wer als Schiedsrichter kommt und seine Mannschaft auch dementsprechend einstellt. Wir haben immer so ein bisschen übertrieben oder überspitzt gesagt, Menschenskinder, bei dem einen oder anderen Schiedsrichter darfst du zwar auf die Socken gehen, aber wenn du machst die Klappe auf, dann ist er sofort da mit Gelb. Bei dem anderen darfst du durchaus mal was sagen, aber musst aufpassen im Zweikampf. Ja. Also diese Extreme, die gab es natürlich auch in der Schiedsrichterei. Und ich weiß von einem Christoph Daum, dass egal wo er war, hat er seine Mannschaft immer darauf eingestellt, wer als Schiedsrichter-Team kommt. Das war sogar so extrem, dass er den Schiedsrichter-Betreuer, den es damals ja auch gab, gefragt hat, war der Schiedsrichter schon mal bei uns? Wenn ja, wie ist das Spiel ausgegangen? Gab es was Besonderes? Waren die gleichen Assistenten dabei? Und das hat er mit in seine Spielvorbereitung einfließen lassen. Ist mitunter ein Fakt. Also, why not?
wie hast du so einen Typen, also frage ich mal ganz direkt, wo du den Namen nennst, wie hast du jemanden wie Christoph Daum auch wahrgenommen als Menschen? Weil ich finde, er ist ein ziemlich schwieriger Charakter, ein bisschen schemenhaft, diffus. Hast du ihn als Trainer dann auch so wahrgenommen? Weil eigentlich war er doch ein ziemlich präsenter Mann an der Linie. Unheimlich hoher Sachverstand aus meiner Sicht. Präsent, aber innerhalb dieser 90 Minuten immer irgendwo, wo ich das Gefühl hatte, der steht jetzt so ein bisschen neben sich. Ja? Also der ist jetzt wirklich so, dass er ganz rational ansprechbar wäre. Und weil die dann so in einem emotionalen Feld drin sind, so einem emotionalen Tunnel, du kannst vorm Spiel zum Teil mit ihnen ganz normal reden, du kannst mit Abstand nach dem Spiel normal mit ihnen reden, aber während diesen 90 Minuten geht's zum Teil nicht. Ja, es gibt aber auch andere, ein Jupp Heynckes, vor dem ich nach wie vor einen riesen Respekt habe, wo ich sage, du konntest während dem Spiel, wenn du da mal draußen warst oder in der Nähe warst, da gab's immer einen vernünftigen Dialog. Da gab es nichts Emotionalisiertes, gar nichts. Da gab es immer einen vernünftigen Dialog. Und so sind viele Trainerkollegen auch, wo ich denke, also es geht. Es ist natürlich typabhängig, aber es geht. Hast du dir bei einer Spieleinteilung auch schon mal gewünscht, oh, hoffentlich wird der Trainer, den kann ich nicht sehen, hoffentlich wird der bis zum Spieltag noch entlassen? Nein, das habe ich tatsächlich nicht, weil es ist für uns als Schiedsrichter unabhängig, wer Trainer ist. Du musst es irgendwie tatsächlich. Ja, du musst ja natürlich schon auch, du machst ja genauso wie für die 22 Charaktere, die da, die Protagonisten, die auf dem Platz stehen, machst du dir natürlich als Schiedsrichter schon Gedanken, wie könnte ich die handeln, wie könnte ich da einen Zugang finden, so 90 Minuten, so ein emotionales kleines Band, so auf Beziehungsebene immer so ein bisschen, weil das die wirksamste Methode ist. Und wie kriegst du das mit den Trainern hin und läufst du vielleicht mal einen Schlenker außen vorbei oder kurzes Gespräch in der Halbzeitpause oder Vorspielbeginn? Und ja, da hat man dann so seine Tools, sage ich mal, in seinem Werkzeugköfferchen mal schon. Ja. Wie hast du dich auf, gab es so einen gewissen Kniff, wie du manche Rumpelstilzchen geknackt hast? Also man sagt ja auch andersrum, dass Otto Rehhagel gern auch schon mal irgendwie Bonbons verteilt hat oder so an die Schiedsrichter oder irgendwelche Nummern. Du schwierige Charaktere, ich denke jetzt Christian Streich, der ja auch ein wunderbar intelligenter Mann ist, aber am Spielfeldrand dann doch nicht so viel Spaß macht, wenn man Schiedsrichter ist, stelle ich mir vor. Irgendein Trick, irgendein Knut Kircher Kniff, wie du die aufgeweicht hast? Ich weiß nicht, ob das ein Knut Kircher Griff ist oder ob es dann einfach gilt. Es gab mal jemand, der gesagt hat, Ruhe ist die oberste Bürgerpflicht. Also wieso muss ich jemand, der emotionalisiert ist, auch noch emotionalisiert entgegentreten? Sondern man hat es dann einfach versucht und gesagt, da muss wenigstens einer die Ruhe bewahren und dann ist es der Schiedsrichter. Und dann kann man auch mal einen fragen, der vor einem steht und meint, er müsste jetzt fast emotional explodieren. Den kann man dann fragen, meinen Sie, dass jetzt das gerade die richtige Tonart ist, mit der wir uns unterhalten sollen? Und dann muss man eben diese emotionale Leiter, geht man dann nicht gemeinsam hoch, sondern man geht zwei Stufen runter. Und ich habe in vielen oder in den meisten Momenten dann erlebt, dass eben das Gegenüber baff erstaunt war und sofort runtergefahren ist mit seinen Emotionen. Und man konnte sich dann dementsprechend unterhalten und war dann auch zugänglich. Also es gilt halt einfach so ein bisschen noch die Ruhe zu bewahren. Ich war ja nie Schiedsrichter und ich sehe immer nur die Bilder im Fernsehen nach dem Spiel. Ein Schiedsrichter ist auf 180 und der andere ist schon längst in der Kabine und dann kommt der Manager, dann kommt der Spieler, der Kapitän baut sich nochmal nach dem Spiel auf vor den vier, muss man ja inzwischen auch sagen, Spielleitern. Und wie sehr hasst man diesen Moment, wenn dann so ein aufgebrachter Trainer einem nochmal irgendwie die Welt erklären möchte? Das ist ein unsäglicher Moment. Man sieht sie allerdings schon herlaufen und kann ja dann auch dementsprechend entgegnen. Man kann sich schon mal ausmalen, was da denn kommen könnte. Und ich sag mal, mittlerweile sind ja die Mittel und Wege auch da. Man kann ja dann auf dem Feld auch noch dementsprechend reagieren. Und man muss dann auch irgendwann mal Grenzen setzen, wenn man sagt, hey, das kann ja nicht sein, dass man dann jedes Mal auf dem Marktplatz steht und dann kommt einer und müsste einen da wie am Schafott vielleicht noch beleidigen oder zumindest blöd anquatschen. Beleidigen geht sowieso nicht. Es sind blöde Momente. Und wenn man jetzt wenn ich Fußball schaue, hat sich das mittlerweile auch so entwickelt, dass ich sage, das sieht von außen einfach doof aus. Und ich kriege es von vielen gesagt, dass Fußball eigentlich eine tolle Sportart ist, wenn dieses unsägliche Reklamieren und ständige
Armheben und sonstiges nicht wäre, wäre Fußball echt wirklich toll, aber es hat sich doch augenscheinlich ein bisschen anders entwickelt. Inwiefern? Also anders entwickelt, dass man sagt, dieses Reklamieren, dieses ständige Dastehen, da stehen zwei, drei Leute beim Schiedsrichter, das ist mehr geworden scheinbar von den Leuten, die viel Fußball schauen und schon lange Fußball schauen und dann auch andere Sportarten schauen, wie ein Handball, wie ein Basketball, wo so im Vergleich zu anderen Sportarten, da gibt es diese unsäglichen Diskussionen gar nicht. Also da denke ich sofort an Eishockey natürlich, da gibt es erstmal die räumliche Trennung auf dem Eis, da kommen die Trainer nicht hin und in roten, hochroten Kopf fallen sie ja eher auf dem Eis sogar noch hin. Also ihr habt ja das Problem, dass ihr sozusagen extrem im Mittelpunkt steht und dass es zum Beispiel nicht diese Rituale im Fußball gibt, die es im Eishockey, im Football gibt oder Basketball, wo die Teams nacheinander nach dem Spiel in Reihen sich aufbauen, nochmal aneinander vorbeilaufen, sondern ganz im Gegenteil. Also man hat das Gefühl sozusagen, dass dieses Zügellose der Gesellschaft, dass sich das auch im Fußball dann widerspiegelt, dass man noch reklamiert, dass da jegliche Sportlichkeit abhanden kommt, also dass man sich ja noch körperlich angeht, was man sich in anderen Sportarten absolut nicht ausmalen kann. Gibt es da irgendwelche Ideen, die der Deutsche Fußballbund, die Deutsche Fußballliga, wie man das gerade, weil du ja sagst, das ist auch ein blödes Bild, wenn sich dann nach einem Spiel Jürgen Klopp da hinstellt, das Basecap hängt, der Schirm vorne dir fast auf der Stirn und möchte dir am liebsten noch die Nase abbeißen für deine Spielleitung. Gibt es da irgendwelche Ideen, wie man dem Einhalt gebieten kann? Vielleicht auch auf der ganz großen Ebene, also bei FIFA-Turnieren oder. Also das ist ja immer das Schöne. Du musst es ja, im Grunde genommen musst du das ja bei so einem großen Turnier, musst du das ja beginnen. Findet ja meistens jetzt wie, außer in Katar im Winter, aber findet ja meistens im Sommer statt. Und dann nimmst du am besten eine Weltmeisterschaft und sagst dann mal so, dem will ich jetzt mal Einhalt gebieten. Und von der Weltmeisterschaft beginnend streust du das über die europäischen Wettbewerbe, streust es über die nationalen Wettbewerbe. Und schon hast du die größtmögliche Erfolgschance, dass da was draus wird. Wenn wir jetzt in der Bundesliga anfangen würden und sagen, mit Beginn der Rückrunde nehmen wir uns vor, härter durchzugreifen, dann hat es schon nicht die Wirkung, weil da müsste die UEFA mitziehen und die FIFA natürlich auch mitziehen. Also das muss von ganz oben kommen mit einem Schwerpunktthema. Und ich habe so ein bisschen gehofft bei der letzten Weltmeisterschaft, sie würden da einen Flock reinhauen, ist aus meiner Sicht aber versäumt worden. Und dann kann ich diese Vorbildwirkung, dieses Schaufenster Fußball, das im Fernsehen so kommt, das ja durchstrahlt bis in den Amateurbereich, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die machen das ja alles nach, was da kommt, Torjubel, Trikot ausziehen, egal was da kommt, die kennen ja sämtliche Gesten und damit nehmen die das Reklamieren natürlich auch mit. Das wäre so eine Geschichte, ob da der DFB irgendwie mal interveniert bei der FIFA oder UEFA, weiß ich nicht. Die sitzen ja auch immer zusammen, die Verantwortlichen, wäre wünschenswert. Ansonsten tust du dich schwer, da im Kleinen, im Amateurbereich da irgendwie anzufangen. Lass uns mal noch nicht in den Amateurbereich gehen, also das wollte ich später nochmal ganz kurz anschneiden, auch mit persönlichem Bezug zu dir, mit einer Geschichte. Ich möchte gerne nochmal kurz mit diesem vielleicht einen internationalen Vergleich machen. Man spricht ja immer von der englischen Fairness. In England lässt man gewisse Dinge weiterlaufen. Stimmt dieses Normativ? In England lässt man es weiterlaufen, in Deutschland wird abgepfiffen? Wenn ich jetzt mal die Europalandkarte nehme und sage, in England ist so der maximale Grad allein von der Akzeptanz, dass ein körperbetontes Fußballspiel einfach gang und gäbe ist, dann kommt Deutschland so runter, wäre es weiter südlich. Und wenn du dann so in Italien, Griechenland, Spanien bist, dann tut man sich unheimlich schwer manchmal in der Akzeptanz, dass viel laufen gelassen wird. Rein national. International ist es eher so, dass man sagt, ja, das ist gang und gäbe. Man hat so dieses hohe Niveau der Spieler, die wirklich bis ins extreme Fußball spielen wollen und hat auch dieses hohe Niveau der Schiedsrichter, die in der Lage sind, so etwas noch zu beherrschen. Weil das ist ja ein schmaler Grat zwischen, ich lasse es bis an eine gewisse Grenze hin laufen und es schwappt mir nicht über. Ja, und es gibt halt einfach Schiedsrichter, selbst in dieser Leistungsklasse
in der obersten nationalen Liga gibt es halt immer Schiedsrichter, die können das noch nicht, den Tanz auf der Rasierklinge. Und die sind dann eher im sicheren Bereich und machen dann eher mal vielleicht noch so einen Sicherheitspfiff, um das Spiel ein bisschen kleiner zu halten, an einer kurzen Leine zu halten. Insofern richtig, in England ist die Akzeptanz höher. Da hörst du auch nicht von einem Reporter, da hörst du auch nicht von Zuschauern, faul, wo, der hat mich ein bisschen geschubst, der hat mich ein bisschen gehalten. Nee, da geht's mehr rein, die wollen Fußball arbeiten. Und ich habe auch das ein oder andere Spiel in England gepfiffen auf der Insel und muss ehrlich sagen, das hat immer Spaß gemacht. Also du hast ja auch internationale Spiele gepfiffen. Ja. Hast du da einen Unterschied tatsächlich auch gemerkt, wie Mannschaften dann miteinander umgehen und auch wie sie mit dem Schiedsrichter umgehen? Ja, ich hatte international das Gefühl, mehr akzeptiert zu werden als Schiedsrichter. Das ist ja erstaunlich. Also auf der einen Seite sozusagen sagst du, es gibt so vom Ranking in England, dann kommt Deutschland sozusagen, dass man Sachen auch akzeptiert und laufen lässt. Und gleichzeitig sagst du, in Deutschland hattest du weniger Akzeptanz. Also ich hatte nicht weniger. Ich hatte das Gefühl, dass in Summe dessen meine Spielleitung deutlich mehr akzeptiert wurde, weil ich dort mehr laufen lassen konnte, wie in Deutschland, wenn man das dann versucht hat, war immer, oh, das ist aber jetzt, das ist aber schon ein Foul oder, ja, das ist aber, ja. Also nein, das ist Fußball. Und wenn ich das heute sehe, wie viel laufen gelassen wird, dann muss ich sagen, ja, dann war ich damals gar nicht so falsch. Kurz nochmal zu den internationalen Spielen, die du gepfiffen hast. Wie privilegiert fühlt man sich, wenn man tatsächlich UEFA Cup pfeift, wenn man Champions League pfeift? Du hast einmal Champions League gepfiffen. Weißt du noch, welches Spiel das war? Ja, das war Moskau gegen Fenerbahce. Also in Moskau? In Moskau, das war eine coole Sache, ja. Also coole Sache im Sinne der Temperaturen, oder? Nein, das war jetzt nicht kalt von den Temperaturen her. Nein, das war eine coole Sache, weil all das, was ich über die Schiedsrichterei an Eindrücken bekommen habe von fremden Kulturen, von anderen Kulturen, von Menschen, von Ländern, das nimmt dir keiner mehr. Und deshalb ist es so etwas, wo man sagt, das war so unendlich super. Und sag mal, das sind so Champions League-Ausflüge, Moskau oder auch andere internationale Spiele, Euroleague oder Länderspiele, das sind immer tolle Eindrücke gewesen. Und es waren nicht nur die 90 Minuten, sondern wir haben als Team immer versucht, dann etwas draus zu machen, etwas mitzunehmen von den Städten oder von den Ländern, so an Bildern im Kopf. Ja. Und ich kann mich an herrliche Reisen erinnern. Ja. Deine Reisen gingen sogar nach Ägypten und ich glaube, auch Saudi-Arabien, wenn ich das jetzt hier richtig sehe? Ja, Katar, Saudi-Arabien und das weiteste war tatsächlich mal in Südkorea, in Seoul, mit Lutz Wagner zusammen, mal 5,5 Wochen dort gewesen, um Erstligaspiele zu leiten. 5,5 Wochen in Südkorea, sensationelle Geschichte. Das hat, glaube ich, auch Peter Gagelmann gemacht, ne? Der ist auch noch Südkorea. Ja, es waren viele deutsche Schiedsrichter, weil das war mal so eine Zeit lang, hatten wir eine Art Kooperation mit der K-League. Und die haben deutsche Schiedsrichter gesucht, die dort runtergehen und so ein bisschen pfeifen und studiert werden konnten von den koreanischen Schiedsrichtern. Ja, das war eine tolle Erfahrung. Davon musst du jetzt mal ein bisschen erzählen. Also jetzt mal Reise Südkorea. Wie war das? Reise Südkorea. Das ging schon los. Also es ging in Frankfurt los. Ich dachte, wir schaffen es nicht, weil der Lutz Wagner mal kurz vor knapp mal wieder kam zum Flieger. Dann schon ein Erlebnis, dorthin zu reisen. Erster Abend, südkoreanisches traditionelles Essen, das sind Dinge, die kennst du nicht, ja, aber du isst sie dann trotzdem. 30% der Essensdinge, die kenne ich wahrscheinlich bis heute noch nicht, was es war, aber es war gut. Ganz andere Gepflogenheiten, niedere Tische, schwierig in der Verständigung der Sprache, selbst mit Englisch schwierig. Auf dem Feld, auch dort immer so eher so freundlich, dezent, sehr viele Spieler, aber auch aus dem Ausland Legionäre geholt, wo man dann schon merkte, oh, okay, alles klar, die gucken, dass sie da auch noch ein bisschen Geld mitnehmen und sich dann ein bisschen austoben. Das war auf dem Feld und abseits des Feldes Südkorea bereist, im Norden bis zur Grenze zu Nordkorea, Süden, Westen, Osten, alles mal bereist, in der Zeit Seoul, unsere eigentliche Station, unsere Basis besichtigt, wo es nur ging. Also das waren wirklich fantastische Eindrücke. Also ihr wart als Team auch da, du warst nicht alleine nur da?
Wir waren zu zweit da, also der Lutz Wagner und ich, beide als Schiedsrichter und das Team. Wir hatten dann immer einen vierten Offiziellen von den Koreanern bekommen und zwei Assistenten von den Koreanern. Sind dann immer am Tag vorher auch in die Spielorte gereist und ja, das war wirklich eine coole Geschichte. Also du hattest nicht so den Lost in Translation-Moment, den auch Marcel Reif irgendwie in 2002 in Japan, Südkorea hatte. Diese Einsamkeit, man spricht die Sprache nicht, man hängt da im Hotel rum. Das hattest du nicht. Nein, dadurch, dass immer ein hessisch sprechender Kollege mit dabei war, war das kein Problem. Ist ja furchtbar, ja. Versteht man den überhaupt? Ja, der kann ganz schön babbeln, ja, aber man versteht sich dann, ja. Du hattest irgendwo mal gesagt, das Optimum ist, wenn man in den Medien, im Spielbericht, im Fernsehen, in der Zeitung nicht erwähnt wird. Und ich glaube, das höchste der Gefühle war, wenn es dann mal einen Kommentar gab, wie gut das Spiel eigentlich war. Wie hält man erstmal das Gegenteil, wie hält man das eigentlich aus, diesen Sturm, wenn man ein Spiel aus irgendeinem Grund nicht gut geleitet hat? Wie hält man das aus? Welche Standhaftigkeit braucht man da? Welches Rüstzeug? Ja, also da brauchst du schon ein gewisses breites Kreuz, da brauchst du auch gewisse Nerven, die ein bisschen dicker sind und vielleicht auch manchmal ein bisschen Langmut oder Gleichmut, je nachdem. Es ist allerdings so, dass du ja da reinwächst in diese Geschichte. Das ist ja nicht so, dass du die Neulingsprüfung machst und gleich nach der Schiedsrichterprüfung, nach der theoretischen, wirst du zwei Wochen später in die Bundesliga angesetzt, sondern das ist ja ein Aufstieg über Jahre hin. Jeder Schiedsrichter durchläuft ja normalerweise jede Spielklasse und wenn er im Beobachtungssystem ist, kann er normalerweise nur pro Jahr aufsteigen. Zumindest zu meiner Zeit war das so. Also du brauchst Jahre, bis du irgendwo in den Bereich reinkommst, in die Bundesliga, oder auch in der Regionalliga, Oberliga, wo du so langsam merkst, oh, da sind ja Medien dabei, die schreiben über dich. Oh, da gibt's vielleicht Filmausschnitte oder Realtime-Ausschnitte. Da erfährst du einen anderen Kreis an Aufmerksamkeit. Und schon allein da weist sich's dann, ist da einer, sag mal, stark genug, das zu entwickeln, das anzugehen. Und hält er das aus oder ist es eher einer, oh, den lassen wir eher nicht da hoch, der kann zwar pfeifen, aber ein Stück weit hält er das dann nicht aus und dann geht er kaputt. Also da gucken die Verantwortlichen dann schon auch drauf. Und wie ist auf der anderen Seite das Bedürfnis, Anerkennung für eine gute Spielführung zu erhalten und auf der anderen Seite wiederum mit dem Schweigen, also quasi dem Motto, nicht getadelt ist genug gelobt, damit leben zu müssen? Ja, ich meine, sind wir ehrlich, die Grundmotivation eines Schiedsrichters ist nicht Lob zu bekommen, sondern Respekt, Wertschätzung, vielleicht ein Stück weit dadurch, wenn er das bekommt, Anerkennung zu bekommen für den geleisteten Job. Das ist nicht da, um Freunde zu finden. Dessen muss man sich bewusst sein. Das ist wie eine Zielgruppe von Richtern, die auch nicht, sag mal, tätig ist, um Freunde unter den Angeklagten zu finden oder unter den Staatsanwälten oder Verteidigern oder wer da auch immer dabei ist, sondern die haben einen Job zu verrichten und wenn sie den gut machen, dann werden sie nicht großartig erwähnt und werden nicht großartig rumgeschrien und dann ist es gut. Und so sind Fußballschiedsrichter auch. Ja. Aber dann vermisst man auch nichts. Also, aber ich sage jetzt mal ganz frech, so ganz glaube ich dir das nicht. Okay. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass es doch eigentlich ganz schön ist, wenn nach dem Spiel die Kabinentür aufgeht von außen und der eine oder andere Trainer reinkommt und sagt, also Herr Kircher, das war wirklich, also wir haben zwar heute richtig auf die Mütze bekommen, aber Ihre Spielleitung, das war wirklich... Das wünschen wir uns, dass es immer so ist. Ist doch. Natürlich freut man sich da. Ich gehe mit dir gerade bloß durch die Wohnung, weil ich ein Ladegerät brauche, damit ich das Ladegerät schließen kann. Live bei Plattsport. Auf der Suche nach dem Ladegerät. Auf der Suche nach dem Ladegerät. Die Ressource des 21. Jahrhunderts. Ja, da hast du recht. Es ist unbedingt notwendig, weil wenn man das nicht hat, das Ladegerät, dann wird es unheimlich schwierig, das weiterzumachen. Aber ich habe eins gefunden, ein ziemlich langes, was mir hilft, dann auch noch das weiter zu betreiben. Also, es freut einen natürlich, wenn du nach dem Spiel Anerkennung bekommst. Also, wenn da wirklich einer reinkommt, der nicht so
auf der schleimerischen Art und Weise unterwegs ist und sagt, ja, ich weiß, den habe ich ja in den nächsten 4 Wochen sehe ich den vielleicht nochmal. Jetzt lobe ich den mal, dass er dann sich beeinflusst fühlt und mir dann beim nächsten Mal wohlgesonnen ist, sondern einfach ehrlich Fußball Sachverstand und sagt, hey, das war eine coole Leistung. Und das kann man auch sehr schnell unterscheiden, ob das ehrlich gemeint ist oder aufgesetzt war mit der Zeit. Aber die Währung ist doch sehr, sehr viel direkter, sehr viel nahbarer als einfach nur Respekt und man geht aus dem Stadion und keiner hat gemeckert. Ja, ja, natürlich, klar, logisch. Nur leider können das viele Verantwortliche nicht. Ja, die nehmen das einfach so auf und sagen, ja, das war in Ordnung. Ja. Und selbst dann wusstest du, wenn der ein oder andere sagt, das ist in Ordnung gewesen, das ist sein größtes Lob, das ihm jemals über die Lippen gegangen ist. Ja, also von daher, ich glaube, das ist eher, man entwickelt als Schiedsrichter so einen eigenen Blick ein Stück weit drauf und kann sehr schnell einschätzen, ob seine eigene Leistung in so einem Spiel gepasst hat. Nämlich an der Reaktion der Spieler. Wie nehmen die so eine Spielleitung an? Wie gehen die da damit um? Und dann merkt man das schon in der Reaktion der Spieler. Ich habe da dieses eine Spiel, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, wie unsere Freunde, die Hertha-Fans sind. das letzte Mal hatten wir schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, die es nicht gehört haben. Du hattest in der Saison 2008, 2009 das zweifelhafte Vergnügen, das Spitzenspiel VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC zu pfeifen. Und dir sind, glaube, 2 Fehlentscheidungen jeweils immer zu Lasten von Hertha BSC, die seinerzeit noch Tabellenführer waren und durch dieses Spiel die Tabellenführung verloren haben, unterlaufen. Jetzt erstmal ganz, ganz, ganz kurz gefragt, wie konnte das passieren? Bevor ich sozusagen auf die Reputation dieses Spiels komme. Wie konnte sowas passieren? Weil du hast ja auch deine Männer an der Seite dabei gehabt. Ja, ja, wobei die hatten an der Stelle gar nichts oder keine Möglichkeit einzugreifen, weil es einfach von mir, es war klar in meinem Zuständigkeitsbereich, es war im Strafraum drin und ich habe dort vermeintlich etwas gesehen, falsch gedeutet, einen Fehler gemacht beim Hinschauen und Werten der Situation. Und das zweimal und jeweils nachteilig für Hertha BSC. Ja, also das war so quasi der Super-GAU, ja. Mit dementsprechend Kommentar von Dieter Hoeneß in der Halbzeitpause und nach Abgang. Und ich glaube, Lucien Favre war damals Hertha-Trainer, wenn ich es weiß. Ja, genau. Der hat es noch, also ich habe hier einen Bericht aus der Morgenpost mir mal herausgekramt. Ist nicht meine Lieblingszeitung, sage ich gleich mal vorweg. Aber nichtsdestotrotz ist der Originalspielbericht von Anno Dazumal und ich habe mir die Zitate von Spielern und unter anderem von Dieter Hoeneß mal unterstrichen. Also der Brasilianer Cicero, der damals bei Hertha gespielt hat, meinte, Schiri, Katastrophe, Simonic, Schiri, Katastrophe, Dieter Hoeneß, das gibt's nicht, das ist unfassbar, bellte Manager Dieter Hoeneß. Was haben wir hier noch? Simonic klagt, es tut mir sehr leid, aber nur ein blinder Mann sieht nicht, dass das Foul und Freistoß für uns war. Oder wer war es hier noch? Arne Friedrich, ein Witz, bitter für uns. Oder der Schiedsrichter hat mit zweierlei Maß gemessen. Und jetzt wird es interessant, wie das eigentlich gehen soll. Das möchte ich von dir gleich mal im Anschluss noch erfahren. Das erste Tor war regulär, das zweite ein klares Foul. Das muss er sehen, dafür ist der Schiedsrichter da. Und der Artikel schließt mit Knut Kircher, saß 90 Minuten nach Spielende noch in seiner Kabine, ging, als das Stadion komplett geleert war, kommentarlos. So, wie ist das mit dem zweierlei Maß? Wie kann ein Schiedsrichter mit zweierlei Maß messen? Eigentlich machst du das nicht als Schiedsrichter. Zumindest nicht bewusst. Ja. Und klar ist, wenn du natürlich am Ende Situationen hast, in denen du vielleicht im Ermessensspielraum, jetzt sind wir wieder in dem Ermessensspielraum, auf der einen Seite dich mal so entschieden hast, auf der anderen Seite dich so entschieden hast, dann ist im großen Graubereich, den es halt auch gibt, bist du einmal so ziemlich weit links und ziemlich weit rechts und für den Betrachter ist es dann zweierlei Maß. Und wenn es dann auch noch die gleiche Mannschaft erwischt, dann sagt sowieso jeder, ja, das gibt es ja gar nicht, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Aber bewusst, dass du jetzt hergehst und quasi eine gewisse
Parteilichkeit ja an den Tag legen würdest, was dir dadurch unterstellt würde, du misst mit zweierlei Maß, so ist es ja nicht. Gibt es diese sogenannte Konzessionsentscheidung? Also ich denke ans WM-Finale 1990, Augenthaler wird vom Goycochea umgesetzt, ganz klar. Und später fällt Rudi Völler relativ leicht und kriegt dafür den Elfmeter. Da sagt man immer ganz schnell Konzessionsentscheidung. Gibt es das? Ja. Hattest du sowas schon mal? Das ist so in der Moderne dessen, weil da ja einmal das Wort erfunden wurde im Zusammenhang mit den Entscheidungen, Konzessionsentscheidungen. Ich rate jedem Schiedsrichter immer und sage, lass die Hände weg von irgendwelchen Konzessionsentscheidungen. Weil ein Beispiel, du hast auf der einen Seite vielleicht ein Foulspiel im Strafraum, das keins war, du pfeifst 11 Meter, fällst drauf rein, siehst es nachher. Und auf der anderen Seite bist du jetzt versucht, auch so etwas zu suchen, so etwas Ähnliches, pfeifst und musst aber aufgrund der Situation zusätzlich, weil dann faktisch auch eine glasklare Torschance verhindert wird, noch die rote Karte geben. Und schon hast du ja wieder eine Disbalance. Ja? Jetzt müsstest du auf der anderen Seite wieder nach einer roten Karte Möglichkeit suchen. Und wenn du dann anfängst, Konzessionsentscheidungen zu suchen und zu treffen, dann ist es wie so ein holländisches Wohnwagengespann, das anfängt zu schlingern und du schaffst es nicht, das wieder in gerade Auslauf zu bringen. Also deshalb Hände weg. Und selbst wenn man, das kann ja durchaus passieren, du machst mal einen Fehler in der ersten Halbzeit, du siehst es in der Halbzeitpause, du hast Bilder, dementsprechend da drauf zu gucken, dann kriegst du das noch gesagt von Reportern oder Mannschaftsoffiziellen, hey, das war falsch. Die höchste Akzeptanz kriegst du, wenn du zu den Spielern sagst, ja, habe ich gesehen, kann passieren, sorry dafür, aber wir machen geradeaus weiter. Ja? Dann sind die nämlich beruhigt, weil die wissen, okay, alles klar, auf den Schiedsrichter ist verlassen, Fehler kann jeder mal machen. Du bist ja, wie du auch selber schon geschildert hattest, im Jahresrückblick danach auch ein bisschen durchs Feuer gegangen. Du hast von einer sehr unangenehmen Situation am Hotel dann erzählt, als du irgendwann mal in Berlin warst. Also das passiert dann nicht selten, dass Schiedsrichter sozusagen irgendeine Entscheidung treffen, womit dann verheerende Konsequenzen herbeigepfiffen werden oder herbeigebracht werden. Was denkst du, was deiner Meinung nach Medien, Vereine, Spieler, Funktionäre tun müssen oder was sich ändern muss, damit Schiedsrichter nicht derart durchs Feuer gehen müssen, wie du damals? Jetzt nehmen wir mal an, und da ist der Begriff zweierlei Maß vielleicht ganz gut, den du da eingebracht hast. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass damals bei Hertha, bei diesem besagten Spiel vielleicht ein Stürmer gewesen wäre, der faktisch 200-prozentige Torchancen gehabt hätte und die nicht verwandelt hätte. Was wäre mit diesem Stürmer passiert? Ich behaupte, dieser Stürmer hätte im nächsten Spiel wieder gespielt. Der wäre unter der Woche aufgebaut worden, den hätte man vielleicht aufs leere Tor schießen lassen, dann hatte er ein Erfolgserlebnis und dann hätte man den wieder aufgebaut und wenn die Presse über ihn hergefallen wäre, dann hätte man gesagt, ja, der hat uns aber so viele Tore schon geschossen, der hat uns erst dahin gebracht, wo wir sind. Da geht man ganz anders damit um. Obwohl er spielentscheidend vielleicht für die deutsche Meisterschaft dieses Spiel mit zwei gnadenlosen Fehlschüssen beeinflusst hätte. Und jetzt macht ein Schiedsrichter einen Fehler oder auch zwei Fehler und mit ihm wird ganz anders ins Gericht gegangen. Da wird da gäbe es ein Foulspiel, ein vermeintliches Foulspiel, der Schiedsrichter pfeift keinen Elfmeter, dann heißt es schon, das war spielentscheidend. Ja, wieso? Es gibt auch Strafstöße, die werden verschossen. Also von daher, ich glaube, da müssen wir ein bisschen so die Relativität wieder ein bisschen walten lassen und sagen, Menschenskinder, das sind Menschen, die wollen oder die tragen ihren Teil zum Spielgeschehen mit dazu bei. Sowohl Positives wie natürlich auch Fehler, die sie machen. Aber da müssen wir halt in eine gewisse Akzeptanz und in einen Umgang kommen, der wieder etwas mit normalem Umgang zu tun hat und nicht gleich anklagend und abführen und erschießt ihn oder sonst irgendwas. Ja. Das ist ja und noch ein so Zeichen dieses, der heutigen Zeit. Ja, und das ist leider dieses Extreme. Ja, und das ist schade. Als du letztens bei uns im Gespräch warst, hatte ich auch den Eindruck, dass deine Art mit der Fehlentscheidung, um dieses Spiel umzugehen oder auch als es um den Video Assistant Referee ging, dass du uns da alle nachhaltig beeindruckt hast.
sollten vielleicht Schiedsrichter, also auch Aktive, nicht viel mehr auch den Weg in Podcasts gehen, zum Beispiel, wie wir das jetzt machen. Also angenommen, du wärst jetzt aktiv und wir würden hier sitzen und wir könnten über irgendein Spiel letzte Woche sprechen. Also, dass man damit auch viel offener umgeht. Oder dass man, es gibt ja von Fanclubs, von Vereinen, Fanzines, also jetzt nicht nur über den Verein oder über den DFB gesteuert, mit einem Mediendirektor im Hintergrund, der sagt, sag das so und sag das bloß nicht so, also einfach ein bisschen offener und menschlicher umgeht, weil ich hatte den Eindruck, dass du gerade auch unseren beiden Hertha-Freunden hier ein bisschen den Zahn ziehen konntest. Vor dem Gespräch war dieses, ach, Knut Kircher, dieses Spiel, und dann hast du erklärt und im Nachhinein ja, hattest du zwei Fans auf einmal gewonnen, mit der Art und Weise, wie du auch damit umgegangen bist und so ein bisschen das Menschliche in den Vordergrund zu stellen, ist doch sehr wichtig, könnten doch auch Aktive machen. Oder? Ja, klar könnten es Aktive machen. Klar könnte man das machen, könnte man sicherlich mehr machen. Hängt natürlich immer vom Format ab. Sind wir ehrlich, du musst natürlich auch jemanden finden, der wirklich daran interessiert ist, so mal was zu bringen, so mal was zu zeigen, aufzuzeigen. Was ist denn das für ein Mensch hinter dem Schiedsrichter-Outfit, das er da trägt? Wie denkt er, wie fühlt er, wie geht er mit solchen Dingen um? Und es wird nicht nur dazu benutzt, in irgendwelche polemischen Kanälen abzudriften, um dann einen weiteren Shitstorm zu generieren, der dann im Netz kursiert oder wo dann Ausschnitte aus so einem Podcast vielleicht noch irgendwie verwendet werden, um jemanden zu verunglimpfen im Netz. Das kommt leider auch vor. Ja. Und von daher, ich kann es jedem nur empfehlen, ja, so etwas offener damit umzugehen. Du hattest bis vor 2 Jahren ja selber noch einen Podcast gehabt. Und ich fand das auch sehr sympathisch, sehr nahbar, weil du Sachen erklärt hast. Ich musste bei manchen Stellen immer wieder mal nach hinten skippen quasi, um mir das nochmal, die Erklärung nochmal genauer anzuhören. Aber dennoch fand ich das sehr schlau. Wieso gibt es diesen Podcast eigentlich nicht mehr? Ja, das war eine Geschichte, dass es eingestellt wurde, weil sie gesagt haben, Menschenskinder, das kriegen wir so nicht besser verteilt, gestreamt. Uns fehlt so ein bisschen die Fläche oder die Verbreitungsmöglichkeit. Ich fand es schade, aber es war eine coole Geschichte. Ja. Du bist ja technikaffin, wie du mal gesagt hast. Wäre das nicht etwas, wo du aktiv einen eigenen Podcast startest und sagst, ey, ich erzähle unregelmäßig über die Schiedsrichterei und probier den Leuten auch nahezubringen, warum manche Sachen so passiert sind, weil wenn du einen Doppelpass einschaltest und dann wird über den Videoassistent geredet, da sträuben sich einem manchmal die Haare. das stimmt. Oder wie auch Sky 90, wenn ich dann Heribert Bruchhagen über den Schiedsrichterassistenten oder Videoassistenten reden höre, da habe ich das Gefühl, die alten Männer werden nochmal irgendwie aus dem Altersheim rausgeschoben und dürfen nochmal von der Kamera irgendwas Relevantes sagen. Aber da hören auch viele Leute zu. Aber vielleicht selber auch als nicht mehr Aktiver etwas zu machen, wäre doch eine Idee, oder? Ja, wäre sicherlich eine Idee. Habe ich jetzt tatsächlich ernsthaft noch nie so verfolgt. Liegt vielleicht auch daran, weil ich sagen, Mensch, okay, du machst es hier und da mal, aber so eine Dauereinrichtung, dann vielleicht doch eher nicht. Also dann lasse ich mich doch eher so von Menschen wie dir interviewen. Also fühle dich herzlich eingeladen. Wenn dir was auf den Fingern brennt, ja, ruf mich an. Und ruf dich an und sag, jetzt müssen wir was klarstellen hier im Netz. Nee, du. Wenn, also keine Ahnung, du bist ja auch nur Mensch, du wirst auch manchmal sagen, ey, was reden die denn da eigentlich? Ja, genau. Das kann durchaus passieren, ja. Gut, ich will mal eine Sache in den Raum stellen, die mir mal früher aufgefallen ist, als ich als Kind Fußball geguckt habe. Da hatte ich eine Videokassette, Bundesliga 86, 87, und da gab es ein Spiel Nürnberg gegen Bayern München und Lothar Matthäus hat eine gelbe Karte bekommen. Und der Schiedsrichter ist wie ein Gockel auf Matthäus zugelaufen und hat dann so aus der, ich mache dir das jetzt mal so vor, ja, das hier ist jetzt die gelbe Karte, die zücke ich jetzt hier so raus, so, und dann ja, so ganz so affektiert die Karte Matthäus entgegengereckt. Gibt es Schiedsrichter, die das auch genießen, so einen Moment der Aufmerksamkeit zu haben, dass Schiedsrichter auch Selbstdarsteller sind? Auch gute Schiedsrichter? Wie hieß der Schiedsrichter? Oh, das könnte ich hier nebenbei mal recherchieren. das kriege ich bestimmt raus hier in meiner Chronik. Also, ja klar, ich glaube, es gibt keinen, der
Also ich habe einen im Kopf, nachdem du mir das so gezeigt hast oder so vorgespielt hast. Mal gucken, ob sich das mit meiner Vorstellung deckt. Ja, gucken wir mal. Aber du kannst ja schon mal sagen. Wenn du es hast, nicht sagen und ich sage dir den Namen und du sagst mir, stimmt. Okay. Warte mal, ich gehe hier kurz auf den Spielplan. Das war ein 1:2 für die Bayern am, was war es, 1986, am 3.9.1986. 1986, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe den Schiedsrichter hier. Pass auf. Das war in 86, jetzt muss ich echt überlegen. Ich habe aufgehört. Sehr affektiert, so ja, da sehr war kokelhaft. Nicht mehr aktiv, 86. Weber? Nee. Delvin? Nee. Einen hast du noch. Karl-Heinz Tritschler. Nein! Doch. Ach was? Ja. Karl-Heinz Tritschler aus dem Südbaden. Okay. Also wenn du noch einen Videorekorder hast, so ein gut altes Ding, dann schieß dir mal irgendwo bei eBay von Eberhard Staniek moderierten Jahresrückblick 86, 87. Okay. Herrlich. Der einzigste Schiedsrichter in Deutschland, der mit Gürtel in der Schiedsrichterhose gepfiffen hat. Mit Gürtel? Ja. Ja, der hat mit Gürtel gepfiffen. Ja. Weil er keine Hüfte hat. Nein, ich weiß nicht, dem ist immer die Hose gerutscht. Der hat immer einen Gürtel angehabt. Besser als Hosenträger. Du wirst, es gibt keine, wie will ich sagen, es gibt keine Schulung in der Mimik und Gestik, wie ein Schiedsrichter die gelbe Karte zu zeigen hat. Man sagt immer, man muss sie in Augenhöhe zeigen. Ja. Wenn ich das allerdings in Augenhöhe zeige, dann versperrt mir ja eigentlich die gelbe Karte die Sicht, den Blickkontakt zum anderen. Deshalb, wie ist es, die ist immer höher gewandert und irgendwann mal zack hat man sie da eben nach oben gehalten, dass im Grunde genommen das Publikum sieht, was da jetzt gerade passiert und der Spieler, der hat ja gewusst, der ausgestreckte Arm, dann ist es gelb oder rot, wenn er nicht vorher in die Gesäßtasche gefasst hat. Also von daher, ist das auch wie so ein Markenzeichen von einem Schiedsrichter? Und sicherlich gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der in einem emotionalisierten Moment eine gelbe Karte ganz anders zeigt als in einem völlig entspannten Moment. Ja, das gibt's ja. Welchen, was hattest du? Was war dein Markenzeichen? Also eher das Ruhige. Eher so anhalten, rausholen. Langsam zeigen, vielleicht noch irgendwas dazu sagen, einen Spruch dazu geben, eher so beruhigend drauf einwirkend. Das war so eher meins. Ja. Da du siehst mich jetzt grinsen, weil jetzt meine nächste Frage oder mein nächster Punkt ist, ich möchte einen sehr gewagten Bogen jetzt schlagen. Sag mir doch mal bitte ganz kurz, was während des Relegationsrückspiels 1860 München gegen Holstein Kiel 2015 passiert ist. Von wegen Spieler, der ruhige Knut Kircher. Mit dem Spieler Schindler, ja genau, oder noch anderen reklamierenden Spielern. Ja, das war so eine Geschichte. Also das war morgens schon so bei einer kurzen Konferenz im Stadion in der Allianz Arena, war ich schon klar, die Menschen sind alle nervös. Es könnte ja sein, dass 60 zu Hause in München absteigt aus der zweiten Liga. Holstein Kiel hatte die deutlich bessere Ausgangsposition und in dem Spiel selber lag 60 0-1 hinten. 60 hat immer wieder versucht, im Strafraum durch Situationen vielleicht doch noch einen Strafstoßpfiff zu verdienen. Irgendwie wollte ich da aber nicht wirklich aufs Pferd steigen. Zumindest war es für mich nicht deutlich genug und der Schindler hat sich dann irgendwann mal beschwert und ich habe ihn dann zu mir herzitiert. Also das ist jetzt ein bisschen untertrieben. Du hast ihn zu dir diktiert. Also nachdem er abgedreht ist, hast du dann gesagt, kommen Sie her. Siehste. Ja, wahrscheinlich irgendwie habe ich es ihm deutlich gemacht, weil so wollte ich dann auch nicht mit mir umgehen lassen und war dann auch irgendwann so ein bisschen emotionalisiert und habe gedacht, Mensch, jetzt muss dir aber was Besonderes einfallen. Du kannst ihm da jetzt nicht gelb geben, weil ich die Information bekommen habe, du pass auf, der hat schon gelb und ich selber in meinen Aufzeichnungen wollte ich nicht nachgucken, denn was machst du? Du guckst ja, wenn du dir nicht sicher bist, kannst du nicht die Notizkarte rausholen und dann ist das Kreuzchen schon bei gelb und dann steckst du die Notizkarte wieder rein. Das ist ja auch inkonsequent. Dann weiß ja jeder, eigentlich wollte er gelb geben, jetzt schmeißt er ihn nicht mit gelb-rot vom Platz. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss dir was ganz Besonderes einfallen, habe ihn dann so deutlich mit dem Finger auf die Brust ermahnt, nachdem das nicht so richtig gefruchtet hat, wurde aus dem Finger die Faust und das sieht natürlich martialisch aus und du machst dir in dem Moment keine Gedanken über die Folgen, was könnte denn alles passieren, ja.
auf einmal legt sich der Spieler vielleicht auf den Rasen, dann hast du den Spieler umgehauen, ja, und so, oder solche Dinge. Ist natürlich nicht besonders witzig, es hat funktioniert in dem Moment und danach auch, sagen wir, böser Blick, Ruhe, Spieler ins Gesicht schauen. Ich glaube, war der Vitek von 60, hat dann irgendwie auch funktioniert. Also ja, das sind besondere Momente in besonderen Spielen und komischerweise bleiben die immer irgendwie hängen. Ich habe das meiner Frau, bevor wir beide jetzt angefangen haben, miteinander zu sprechen, habe ich ihr das nur mal kurz gezeigt. Ich habe gesagt, guck mal, mit dem unterhalte ich mich jetzt. Und da hat sie erstmal gezuckt. Aber ich meinte, nee, der ist ganz in Ordnung. Das ist wirklich ein sehr, sehr lieber. Aber sie sagte auch, das darf doch ein Schiedsrichter nicht. Nein, das darf er gar nicht. Also grundsätzlich ist es so, dass ein Schiedsrichter keine Spieler anzufassen hat und schon gar nicht in dieser Art und Weise und wir uns normalerweise auch nicht anfassen lassen dürfen. Ja, es kann aber schon mal sein, dass mal einer kommt und sagt, hey Schiri, oder selber zu einem Spieler geht und sagt, hey komm, so schlimm war es jetzt auch nicht, steh auf oder komm, machen wir weiter. Ja, das kann schon mal vorkommen, aber grundsätzlich nein, natürlich nicht. Gab es keinen Protest? Oder stell dir vor, an dem Abend wäre 60 abgestiegen und du hättest vorher diese Szene gehabt. Ja, aber ich habe ja nicht aufs Spiel eingewirkt. Ich hätte, wenn ich ihn jetzt mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen hätte, hätte ich aufs Spiel eingewirkt und eingegriffen. Und dann könnte man so eine Szene nehmen. Aber da muss man dann vielleicht auch Glück haben und letztendlich schlug das ganz anders im Netz auf. Nämlich eher so nach dem Motto, endlich mal ein Schiedsrichter, der sich nichts gefallen lässt von protestierenden Spielern. Ja, aber das hätte ja auch andersrum lauten können und sagen, Mensch, so kann doch ein Schiedsrichter nicht mit Spielern umgehen. Ja. Wie lange hast du bei dem Spiel gebraucht, bis du wieder einen ganz normalen Puls hattest, bis du dich davon auch so ein bisschen distanzieren konntest von der Hitzigkeit? Das ging schnell. Ich meine, da hat der Spielverlauf auch dazu beigetragen. 60 hat tatsächlich am Ende noch 2-1 gewonnen und danach wollte von uns natürlich niemand etwas und die Szene haben wir beleuchtet mit dem Beobachter in der Kabine und dann war es aber auch durch, weil so Dinge darfst du nicht allzu lang mitnehmen. Da kannst du zwar lange mal überlegen, im Nachhausefahren und denken, ah, okay, gut, komm. Wie kannst du so eine Situation vermeiden? Das ist ja bei vielen Spielleitungen so, indem du einfach reflektierst und sagst, wie kannst du solche Dinge vermeiden, dass sie in Zukunft eben nicht mehr passieren? Und das ist das Entscheidende, nur so, das bringt dich weiter. Hattest du das Glück, dass du eigentlich nur noch ein Jahr vor der Brust hattest, was du pfeifst? Und stell dir vor, du wärst ein jüngerer Schiedsrichter gewesen, der vielleicht jetzt zweites Jahr Bundesliga pfeift und dann so eine Szene. Ja klar, ganz anderes Standing, ganz andere Akzeptanz. Wenn du jung bist in der Liga, dann ist der Aufschrei ein ganz anderer. Der sagt, ja, das darf sich der doch nicht erlauben und es geht gar nicht und überhaupt. Und jetzt, wenn du da ein Jahr noch hast, dann sagen wir, alles gut, es war ein Kircher und fertig, erledigt. Ja. Den Bogen, den ich schlagen wollte, war jetzt gar nicht vom ruhigen Knut Kircher zum Biest, was da in dir wach kurz wurde, sondern tatsächlich eher die Signalwirkung, die sowas haben kann. Also du hast letztens in einer Talkrunde gesessen, da ging es um, oder letztens ist auch schon wieder ein bisschen her, da ging es um Gewalt im Amateurfußball. Du hast selber gesagt, dass du nicht mehr im Amateurfußball pfeifen möchtest. Du könntest es, da gibt es ja nicht diese Altersgrenze, aber du möchtest es nicht auch, weil du da tatsächlich nicht auch dieser Aggression, die da auf den Plätzen herrscht, ausgesetzt sein möchtest. Aber hat nicht tatsächlich aber auch so eine Szene, wie sie dir da passiert ist und zu der du quasi durch die Situation auch gezwungen wurdest, auch eine Signalwirkung nach unten gehabt? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Eine Signalwirkung inwiefern? Naja, dass so der Umgang ist auf dem Fußballplatz zwischen Schiedsrichter und Spieler. Ja, natürlich, wenn du so eine Szene siehst und im Nachhinein kannst du schmunzeln. Aber im Grunde genommen war das die absolut falsche Reaktion von mir damals. Also die eigentlich richtige Reaktion wäre gewesen, den Spieler kommen zu lassen, ihm Gelb zu geben, ihn keines weiteren Blickes zu würdigen und fertig und erledigt. Wie gesagt, das hat diesen besonderen Umständen einfach, war das geschuldet. Aber das ist natürlich in keinster Weise, auch nicht von mir, eine vorbildhafte, deeskalierende Wirkung, die das Ganze erzielt hat. Absolut richtig, ja. Also du hattest direkt nach dem Spiel auch dann Gewissensbisse deswegen? Ja, klar. Also ich war selber mal gespannt, was jetzt da draus alles passiert, ja, und war dann auch froh, bin ja auch ehrlich, dass die Verantwortlichen dann auch dementsprechend das
das machst du halt in Zukunft nicht mehr. Und ja, das ist jetzt nur einmal passiert und ist natürlich nicht en vogue und das sollte auch nicht mehr vorkommen. Also die konnten das dann schon auch richtig einordnen, aber da war schon auch klar, wie du sagst, wenn du das als junger Schiedsrichter in der zweiten Liga machst, dann werden dir die Leviten gelesen anders. Ja. Also bevor ich mit dir jetzt über den allgemeinen Fußball so ein bisschen plaudern will, will ich doch nochmal ganz zum Schluss zum Thema Schiedsrichter ein dickes Fass aufmachen. In den letzten 20 Jahren sind viele heftige Dinge auf das deutsche Schiedsrichtertum eingekracht, möchte ich sagen. Die Geschichte Häuser, Baba Graffati, die Geschichte zwischen Amarell und Kempter. Dann gab es auch einen Konflikt zwischen Manuel Gräfe, der lautstark in die Presse gegangen ist, und Felix Zweier. Dann gab es oben drüber die Quälereien in der Spitze des DFB, jetzt die Einführung des Schiedsrichter-Videoassistenten. Es ist eine Menge, was ich jetzt aufgebrochen habe, aber ich will trotzdem mal eine konzentrierte Antwort dazu gerne haben. Wie haben all diese Dinge in den letzten 20 Jahren das deutsche Schiedsrichterwesen verändert? Es ist natürlich schwierig, einen Videoassistenten im Gleichklang zu nennen mit Häuser. Ja, das ist gewagt. Das ist gewagt, das allein schon thematisch ins gleiche Fass zu stecken. Ich würde es trennen wollen, aber nichtsdestotrotz. Gehen wir mal auf die einzelnen Dinge ein. Ja, oder in Summe, es ist wirklich sehr viel passiert. Es hat sich technisch viel entwickelt. Der Fußball hat sich weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Das zeigen allein schon Bilder und Aufnahmen. Das heißt, die Anforderungen an so einen Schiedsrichter sind gewachsen im Allgemeinen. Und zu der Technik, es ist ja nicht nur ein Videoschiedsrichter dazugekommen, es ist das Thema, sind die Piepserfahnen dazugekommen, es ist die Torlinientechnologie mit der Uhr am Arm dazugekommen. Zwischenzeitlich hat man mal das Thema Torrichter international ausprobiert. Teilweise gab es Pilotversuche mit zwei Schiedsrichtern auf dem Platz, jeweils in der Hälfte, analog dem Handball. Und dann haben wir noch das Headset, haben wir auch noch mit dazu bekommen. Also da ist ja auch parallel noch technisch etwas dazu passiert. Aber tatsächlich meine ich auch diese, also nehmen wir mal jetzt Videoschiedsrichter raus, aber trotzdem. Das eine ist die Technik und die Entwicklung des Fußballs allgemein. Wo man sagt, wie viel Technik tut dem Fußball noch gut, inklusive Videoschiedsrichter und Videoassistent, der dann das Abseits auf das kleinste Müh noch aufklärt, ist die eine Sparte. Das andere große Fass, wo du aufgemacht hast und wo ich absolut sicher bin, das hat der Schiedsrichterei nicht besonders gut getan, zumindest nicht im Übermaß, war das Thema Häuser, weil Häuser natürlich über die Grundfesten Vertrauen, ja, absolute Unbestechlichkeit, Neutralität eines Schiedsrichters, die Schiedsrichterei in ihren Grundfesten erschüttert hat. Ja, zu sagen, da nimmt einer im Profibereich Geld für eine Spielleitung oder Spielmanipulation. Wahnsinn. Und das in Deutschland. Dann ständige Querelen in der Führungsmannschaft. Das ist natürlich auch ein Bild, das wir da abgeben, wo ich sage, Menschenskinder, das hat dem Schiedsrichterwesen auch nicht gut getan. Das hast du ja als aktiver Schiedsrichter auch live erlebt. Ja, natürlich, klar, da bist du auch ständig irgendwie gefragt und kommentierst du das jetzt oder nicht oder ja, ohne dass du dich da auf eine, du hast ja eine eigene Meinung, aber du willst dich ja auch nicht wirklich auf eine Seite schlagen, sondern im Grunde genommen willst du in aller Ruhe dich konzentrieren auf eine Spielleitung, deinen Job machen und von den anderen Mist quasi dann völlig in Ruhe gelassen werden. Oder das Thema Amarell Kempter, wo du sagst, ja, meine Güte, ja, jetzt unabhängig ihrer Neigung oder sonstigem, klar ist es natürlich mit Vorgesetzten und Untergebenen, das hast du in anderen Bereichen auch, aber Menschenskinder, ja, natürlich passt es wieder in die Storyline, Schiedsrichter und Aufstiegssysteme und tralala und hopsasa, auch doofe Nummer. Muss ja natürlich auch noch passieren. Ja, und dann bist du sowieso im Bereich des DFB, wo in den letzten Jahren gefühlt immer mal wieder Querelen aufgekommen sind und die Schiedsrichter halt auch noch mit ihrem Teil dazu beigetragen haben. Ja, es lief einfach unrund, es war nie Ruhe dabei.
eigentlich schade, weil das in gewisser Weise natürlich dem Fußball auch nicht gut tut und der Schiedsrichterei auch nicht. Mein Eindruck war aber dennoch, dass genau diese Dinge, die da passiert sind, also auch der Suizidversuch von Baba Graffati, dass man ein anderes Bewusstsein hat, die Betrügerei von Robert Holzer, dass man dennoch jetzt ein ganz anderes Schiedsrichterwesen in Deutschland hat, ein viel aufgeräumteres, nüchternes. Vielleicht, das ist der Eindruck, den ich als Außenstehender habe, da wird weniger, nach Gutherrnsart quasi entschieden und bevorzugt, sondern es ist irgendwie transparenter. Stimmt das? Stimmt der Eindruck, den ich habe? Ja, also transparenter, ja. Ich behaupte, früher ist auch nicht nach Gutsherrenart entschieden worden, sondern das liegt einfach daran, dass du kannst ein Bewertungssystem haben. Die Bewertung ist nur so gut, wie der Bewerter tatsächlich objektiv das Ganze macht und tatsächlich am Ende dann auch das mit einer Wichtung in eine finale Entscheidung über Auf- und Abstieg mit einfließt. Jetzt gehen wir doch einfach mal her und sagen, es gibt eine Stelle als Schiedsrichter in der Bundesliga, die gibt es zu besetzen. Da gibt es drei Bewerber aus der zweiten Liga, die jetzt von der Benotung, vom Durchschnitt der Benotung alle gleich liegen. Ja? Und dennoch gibt es nur eine Stelle. Und es gibt aber eine Entscheidung am Ende einer Saison, dass ich von den dreien kann nur einer dort oben quasi die Chance bekommen. Und dann ist es wie in der freien Wirtschaft, in der Berufswahl oder Entscheidung zur nächsthöheren Ebene, dass dann irgendwie der einer oder ein Gremium entscheiden muss, wer kriegt denn jetzt diese eine Stelle von den drei Kandidaten, die fachlich gleichwertig sind. Und dann kann man hinterher so gut argumentieren, wie man will. Am Ende ist es vielleicht auch ein Stück weit ein persönlicher Favorite, ein Nasenfaktor, was auch immer, der dann letztendlich diesen Ausschlag gibt für den einen Kandidaten. Ja, das hast du alles, weil du hast nichts Messbares. Also wenn du jetzt drei Weitspringer gegeneinander antreten lässt, dann weißt du ganz genau, der am weitesten springt, der hat gewonnen. Das hast du bei einem Schiedsrichter nicht. Ne? Was ich doch nochmal fragen muss, kannst du mir erklären, warum Felix Zweier heute noch in der Bundesliga und auch international noch Spiele pfeifen kann? Ja, Felix Zweier ist damals aufgrund der Sportgerichtsbarkeit im Grunde genommen abgeurteilt worden. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ob das als Nichtigkeit eingestellt wurde oder mit Zahlung einer gewissen Geldstrafe. Und damit war auf Basis der Sportgerichtsbarkeit alles erledigt. Welche Informationen damals zu dieser Entscheidung geführt haben, das haben die Schiedsrichter ja nie mitbekommen, sondern das wurde im Rahmen des Sportgerichtes ermittelt. Und dann gab es, ich glaube, zivilrechtlich gab es gegen Felix Zweier nie etwas. Genau, das gab es nicht. Aber weil du gerade gesagt hast, also das Thema Vertrauen ist ja doch eine sehr wichtige. Ne? Und da ist sozusagen, jemand auch, da hat jemand mit dem Vertrauen auch gespielt. Und heute ist er einer der wichtigsten Schiedsrichter. Ja klar, jetzt könnte man natürlich sagen, Menschenskinder auf der einen Seite, entweder hat damals vielleicht aus dem einen oder anderen Blickwinkel, wenn das jemand möchte, und sieht es so und sagt, die Sportgerichtsbarkeit hat damals vielleicht gar nicht funktioniert oder auf welcher Basis haben die denn jetzt entschieden? Vielleicht ist es auch nie transparent rübergebracht worden, dass eben da im Sinne der Sportgerichtsbarkeit gar nicht mehr drin war als das, was tatsächlich an Strafe ausgesprochen wurde und somit auch zivilrechtlich keine Chance bestand, dass man gesagt hat, okay, das war's und mehr war's nicht. Deshalb schwierig für mich nachzuvollziehen. Wenn das dann allerdings das war und sagt, okay, damit ist es abgegolten, dann sage ich auch, dann könnte man jetzt noch den moralischen Zeigefinger heben und sagen, ja, ist das dann tragbar in einem so sensiblen Umfeld wie der Schiedsrichter Raui, wo maximal auf Vertrauen geht? Ja, nein. Ich war aktiver zu der Zeit, aber ich war zu wenig drin in den Informationen, als dass ich mir da ein Urteil erlauben könnte. Ich kann mir ein Urteil über ihn erlauben als Schiedsrichter und da macht er seine Sache sehr gut. Die Schiedsrichter heute, bist du mit der Generation zufrieden, mit deinen Nachfolgern? Ach, das ist immer so eine Geschichte. Ist man zufrieden oder nicht zufrieden? Und ich glaube, wenn man da selber mal drinsteht im Feld, dann kann man das
wahrscheinlich mitunter nur selber ein Stück weit beurteilen, ob das passt oder nicht. Jetzt, wenn du mich so direkt fragst, bin ich zufrieden, muss ich sagen, ja, ich bin zufrieden, weil ich das, ich glaube, mir anmaßen kann, das Leistungsniveau der einzelnen Schiedsrichter zu kennen und weiß, was sie imstande sind zu leisten und was sie gerade zeigen. Und wo man dann sagt, Menschenskinder, der ein oder andere könnte vielleicht noch etwas lockerer werden, das wird er noch mit der Zeit. Der ein oder andere ist schon wirklich sensationell unterwegs, hat eine riesen Reputation und kann das auch ausspielen. Ich denke da an Manuel Gräfe, ich denke da an Dennis Eidekin, die das exzellent machen. Und dann gibt es junge Schiedsrichter, wo man sagt, die müssen nur ein bisschen lernen. Ja, also die müssen noch erstmal richtig ankommen in der Bundesliga. Aber das gibt man Spielern auch die Zeit und man gibt sie natürlich auch den Schiedsrichtern. Ich möchte jetzt den Schiedsrichter Knut Kirche quasi als Schiedsrichter-Fachmann entlassen. Ich möchte jetzt den Fußballfan Knut Kirche nochmal hören. Und zwar ein paar heiße Eisen unserer heutigen Fußballzeit anfassen. Was hältst du von RB Leipzig? RB Leipzig ist ein junger Verein, der natürlich jetzt ohne großartige Tradition im Hintergrund aufgewachsen ist, aber etwas ein Projekt, ich nenne es mal so, ein Projekt auf die Beine gestellt hat, als Verein wächst und wahnsinnig schnell Erfolge erzielt hat, natürlich mit dem kompletten Hintergrund dessen, dass dort eine quasi riesen Gelddruckmaschine ist mit Red Bull. Möglichkeiten hat, die kein anderer Verein hat, außer vielleicht Bayern, aber ansonsten in einer finanziellen Liga spielt, die seinesgleichen sucht und natürlich auch Möglichkeiten hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und es nicht nur in einen Verein reinbuttert, sondern mit Salzburg und auch anderen Vereinen und auch Kooperationen, die sie machen, das wirklich clever macht und sehr gut aufstellt mit einer großen Nachhaltigkeit. Ja, mag man sich jetzt Gedanken machen, wie es anderen Vereinen, die vielleicht ein bisschen mehr Tradition haben als Verein, aber als Fußballverein auch nicht, wie jetzt 1899 Hoffenheim oder auch ein bisschen weiter zurückdenken, VfL Wolfsburg, ja, wo immer das VW-Zeichen so quasi da ist, oder auch Bayer 04 Leverkusen, wo schon im Namen drin ist, ja, als ehemalige Betriebssportgruppe quasi entstanden ist. Also das waren auch alles mal Vereine, die zumindest auch Bayer 04 die Möglichkeiten hatten und da auch mal das gespielt haben. Vielleicht muss man sich Neid auch ein Stück weit verdienen. Ich finde, sie passen in die Landschaft der Bundesliga. Und jetzt als Fußballfan betrachtet, kann ich ja nur sagen, Mensch, sie sind ein Farbtupfer mehr. In den neuen Bundesländern tut's gut. Sie haben so einen starken Verein, der zumindest auch noch die deutschen Farben international auch noch gut vertreten kann. Also ein Hauptkritikpunkt an RB Leipzig ist ja, dass sie im Gegensatz zu anderen Vereinen, die beispielsweise absteigen würden und dann tatsächlich mit finanziellen Problemen leben müssten, eine gewisse Planungssicherheit haben, die andere nicht haben, und dass es quasi gegen den Wettbewerb auch irgendwo läuft. Aber findest du, dass die Kritiker einfach nur gedankenlose Traditionalisten sind? Kennst du die Argumente auch der Kritiker, die sich auch Woche für Woche gegen RB Leipzig quasi auch lautstark zu Wort melden? Also ich meine jetzt nicht die Leute, die irgendwie Mateschitz oder Hopp oder wen auch immer aufs Übelste beleidigen, sondern einfach nur tatsächlich auch dieses traditionalistische, dieses kapitalistische, was in diesem Verein auch in der DNA schon von vornherein drinsteckt, also quasi als die Ursprungszelle der Gründung dieses Vereins. Ja, das ist richtig. Andererseits, wenn man das jetzt mal betrachtet und sagt, ein Kind in Hannover
plädiert oder kämpft ständig dafür, dass die 50-plus-1-Regel aufgehoben wird, dass mal so richtig investiert werden kann, auch von seiner Seite aus und damit die Machtverhältnisse in so einem Verein auch dementsprechend anders gestaltet werden können. Also das ist ja auch einer, der quasi dann gegen Traditionalisten kämpft. Und von daher, vielleicht fällt sie mal, vielleicht auch nicht. Ich finde es gut, so wie sie ist und die Vereine die Möglichkeiten haben. Also wir haben auch nicht dieses Vereinesterben, wenn da mal ein Investor rausginge, wie in anderen Vereinen, oder dass die quasi als Hobby genommen werden für irgendwelche Milliardäre, sondern ich finde so die Lage ganz gut. Und dann muss halt auch mal RB Leipzig, die konnten es relativ schnell machen, aufsteigen, bis sie in der Bundesliga waren. Und dann sind sie jetzt halt einfach Teil des Bundesliga-Geschäfts. Und da muss man sagen, ey, das Business entwickelt sich halt auch weiter, Tradition hin oder Tradition her. In 10 Jahren hat RB Leipzig 10 Jahre mehr Tradition. So muss man es einfach sehen. Blutet also nicht das Herz, wenn am Ende Leipzig die Schale hochhebt und nicht vielleicht absolut Borussia Mönchengladbach beispielsweise? Nein, gar nicht. Ich gönn's jedem Verein in der Bundesliga, der diese Salatschüssel mal in die Luft recken kann. Ja, also da habe ich keinerlei Vorurteile. Hast du den letzten Doppelpass gesehen, wo Oliver Minzlaff zu Gast war? Nein. Okay, weil da hat sich nämlich auch im Internet quasi eine heftige Kritik dran ausgegossen quasi, dass quasi diese Kritiklosigkeit auch in solchen Gesprächsrunden immer schlimmer wird. Also, dass man quasi alle abtut, die als Verrückte, die einfach nur gegen diesen Verein sind. Also du hast das gar nicht so mitbekommen. Nein, okay. Ich habe den Doppelpass nicht mitbekommen. Nein. Aber das ist freie Meinungsäußerung. Das heißt, den einen schmeckt es aus dem einen oder anderen Grund, den anderen, die sagen, ja, ich finde den Verein gut. Ich akzeptiere diesen Verein als ein Mitglied der Bundesliga und damit ist es für mich erledigt. Die machen eine gute Jugendarbeit, die machen eine gute Nachwuchsarbeit, die gehen gute Kooperationen ein, die bringen sicher in eine strukturschwache Region auch dementsprechenden Aufschwung. Die haben dort ein Feuer entfacht, die haben eine Identität entfacht mit dem Verein. Hey, was willst du denn mehr? Frag die Fußballfans und die sind begeistert. Ja, also von daher. Sind die Fußballfans auch begeistert, wenn wir in ein bisschen weniger als 3 Jahren eine Fußball-Weltmeisterschaft im tiefsten Winter erleben? gut, also das sind ja auch gerade Tendenzen, die auch gerade laufen. Fußball-WM in Katar, eine Fußball-EM in 12 verschiedenen Ländern in Zeiten des Klimawandels. Was waren denn so deine persönlichen Gedanken, als du gehört hast, dass diese Turniere so stattfinden und doch dort stattfinden, wo sie jetzt dann noch hin vergeben wurden? Ja. Also fange ich an bei der Europameisterschaft, die wir haben. Ich finde es positiv, in 12 Ländern das zu gestalten, weil mich das immer angekäst hat und da komme ich dann auch in Richtung Katar, wo ich dann sage, da gibt es Länder, die kriegen so eine Europameisterschaft und die bauen dann noch 2, 3, 4 Stadien hin. Ja, also die müssen dann richtig nochmal Geld in die Hand nehmen, die hauen dort Tempel hin, die sie später nicht brauchen in dieser Größe. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Und ich sage, das muss doch gar nicht sein. Jetzt gehe ich hier in 12 Länder, weiß ganz genau, das sind moderne Arenen, die kann ich nutzen. Ja, okay, im Zeichen des Klimawandels ist es denn sinnvoll, dort von A nach B zu reisen, aber es gibt auch das Thema Bahn. Ja, gibt es auch und ich könnte mir vorstellen, dass da auch dementsprechend Angebote da sind. Gut, von Aserbaidschan nach St. Petersburg fährt jetzt, glaube ich, keine Bahn. Wird ein bisschen schwierig, gebe ich dir recht, ja. Welche Länder dort spielen. Ich habe es jetzt vom Plan her nicht auf den Blick. Andererseits finde ich es gut, das so mal zu gestalten, hat was für die Einheit von Europa zu tun und da trägt UEFA in dem Sinne mit bei. Für das Thema Weltmeisterschaft und Katar habe ich keinerlei Verständnis. Das zeigt einfach, wie man dort agiert, dass rein der Profit im Vordergrund steht. Katar baut irgendwelche Stadien hin, vergrößert die, sorgt zum Thema Klimawandel,
mal für einen riesen Reiseaufkommen, obwohl die Flughäfen in Doha, ich war selber zweimal in Katar, da dazu ausgestaltet sind, das zu fassen. Aber ansonsten, diese Infrastruktur an Stadien und an Kühlungsaufwendungen für so ein Stadion, das ist doch irrwitzig, so etwas zu machen. Auch Thema Menschenrechte und so, ne? Ja, das ist, also das gehört für mich gar nicht dorthin. Stell dir mal vor, du wärst 2022 noch aktiver Schiedsrichter und du bist der Elite-Schiedsrichter vom DFB und man nominiert dich als Schiedsrichter zu so einem Turnier. Könntest du dir vorstellen, aus den genannten Gründen, über die wir gerade auch gesprochen haben, so ein Turnier sausen zu lassen? Ich bin ehrlich, wahrscheinlich nicht, weil so eine Chance bekommst du nur einmal, vielleicht auch zweimal maximal, so ein Turnier begleiten zu dürfen als Schiedsrichter. Und dann bist du wie Olympia oder sonst irgendwas. Du bist dann Sportler, du bist im Grunde genommen dann auch ein Stück weit politisch neutral und sagst, hey, pass auf, ich erlebe da gerade das geilste Ding in meines Lebens, meiner aktiven Zeit als Schiedsrichter. Und dann kannst du vielleicht im Nachgang wirst du was sagen, aber ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich dort nominiert wäre, es nicht sausen lassen würde in der Argumentation, ja, mir gefällt die derzeitige Lage nicht. Aber bin ehrlich. Also, ja, okay. Also wahrscheinlich inkonsequent, in dem Falle inkonsequent. Naja, ich frage mich halt, also anders als ein Olympionike in einer kleinen Sportart, der tatsächlich nur einmal alle vier Jahre in dieses Rampenlicht geraten kann, bist du ja als Profischiedsrichter doch schon privilegierter und ich sag mal. Aber die WM hast du auch nur einmal alle vier Jahre, gell? Das stimmt, aber wäre es nicht wert, auch als Zeichen für die Männlichkeit an der Stelle zu sagen, das Turnier mache ich nicht mit, das möchte ich einfach nicht und nehme einen anderen? Ja, das kann sein, dann nehmt ihr einen anderen. Dann müsst ihr mich vor allerdings fragen, wie handhabt es denn dann eine Mannschaft? Also wenn ich jetzt wirklich ein deutscher Nationalspieler bin und sage, ja, tritt dann Deutschland als Nationalmannschaft nicht an? Ja, ist ja eine persönliche Entscheidung für dich. Und ich glaube, die Entscheidung wäre auch für zum Beispiel Spieler. Ne? Ja, genau. Nehme ich dann 20, 22 Spieler des Kaders und sage, Leute, das machen wir nicht. Ja. Naja, machen die das alles? Oder suche ich mir dann auch diejenigen aus und sage, okay, dann trete ich halt mit denen an, die das moralisch nicht für verwerflich halten und sagen, jo, passt. Ist eine Sache, die ich mir persönlich sehr gut vorstellen kann. Oder anders gesagt, die Jungs oder vielleicht gibt es auch eine Schiedsrichterin dann, die an dem Turnier dann auch teilnimmt, dass die eine gewisse Aufgabe dann auch dort zu erfüllen haben, auch vielleicht irgendein Zeichen setzen, wenn, soweit das die FIFA auch zulässt. Da wirst du kein Zeichen setzen können als Einzelperson oder auch als Schiedsrichterteam. Sonst ist klar, dass du, wenn du als Einzelner dort ein Zeichen setzt, das ist gleichbedeutend mit dem Buchen deines Rückflugtickets. Mhm. Und zwar Standepede. Ja, da ist nicht großartig zu warten. Du hast dich politisch neutral zu verhalten. Und alles andere ist passé. Ja. Mhm. Also es ist schon so krass. Bei der FIFA ist ja so, dass du auch und bei der UEFA genauso, du wirst bei keinem großen Turnier erleben, dass es ein Statement über Entscheidungen nach einem Spiel von einem Schiedsrichterteam oder von einem Schiedsrichter geben wird. Das ist ein No-Go international. Da sind wir in Deutschland mit einer der ersten gewesen, die das auf nationaler Ebene zugelassen haben. Solche Statements. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deine Offenheit auch zu diesem Thema, dass du da deinen Standpunkt dargestellt hast. Jetzt kommt tatsächlich die allerletzte Frage, dann hast du es auch geschafft. und du hast es sehr gut gemacht und warst sehr tapfer, muss ich sagen. ich möchte mit dir nochmal kurz in das neue Jahr schauen. Auf was freust du dich? Also ich freue mich auf wirklich drei Dinge. Das eine ist also gerne auch persönlich. Ja, also das eine ist Olympia 2020. Ich bin auch Fan von Randsportarten, ja, und dass die mal wieder ihre Plattform bekommen, die gewisse Präsenz in einem Fernsehmedium bekommen, wo ich es dann auch verfolgen kann. Das andere ist diese 12-Länder-Europameisterschaft, wo ich noch nicht weiß, vielleicht habe ich das Glück, irgendwo mal dabei zu sein.
bei dem Spiel als Zuschauer live im Stadion wäre wirklich eine coole Sache. Und das Dritte ist, so ein bisschen persönlich, auch betrifft meine Familie. Der große Sohn kämpft gerade, also studiert und kämpft gerade so ein bisschen im Ruderbereich, um vielleicht einen Sitz in so einem Ruderboot, in einem Deutschlandkader. Ja, der ist da gerade kräftig unterwegs. Vielleicht und hoffentlich gelingt es ihm dann in 2020. Der Mittlere macht Abitur. Und der Kleine entwickelt sich auch ganz gut, mit wird dann 15, also solange man dann noch von klein reden kann. Und dann ist man immer froh, wenn so ein Jahr erfolgreich natürlich auch für die Familie rumgeht. Und es wird wieder spannend und interessant. Ja. Drei Buben. Drei Jungs, ja. Ja, da spricht der stolze Vater. Hat einer wirklich, irgendwann mal gesagt, ey, ich möchte auch Schiedsrichter werden? Nein. Alle drei haben gesagt, mit der Schiedsrichterei wollen sie nichts zu tun haben. Aha. Bis jetzt noch zumindest. Eine allerletzte Frage fällt mir noch ein. Und zwar, jeder Schiedsrichter wird auch ein Fußballfan sein. Was war denn dein Lieblingsverein in der Bundesliga? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe tatsächlich keinen Lieblingsverein gehabt, selbst regional gesehen, VfB Stuttgart. Also ich konnte immer diese Fankulturen erleben in den Zügen auf der Heimfahrt, ja. Wenn dann so eine Gastmannschaft oder Heimmannschaft, je nachdem, von wem die Fans waren, verloren hat, mit enttäuschten Gesichtern, die sich in den ICE-Speisewagen begeben haben, 5 Weizenbier getrunken haben auf dem Weg nach Hause, hackedicht am Bahnhof in Stuttgart angekommen sind und dachte mir immer so, oh je, wie bitterbös muss dieses Wochenende enden. Sie haben eine Bahnfahrkarte bezahlt, sie haben eine Eintrittskarte bezahlt, sie haben sich verpflegt, sie haben noch einen riesen Rausch im Gesicht und jetzt haben sie vielleicht auch noch Ärger zu Hause. Super, also Fan von Fußballmannschaften. Da gab es auch bestimmt nicht so gut sein. Da gab es auch bestimmt spannende Begegnungen, oder? Nach dem Spiel. Ja, das waren die besten Begegnungen. Ich fand sie immer amüsant im Zug, ja. Und friedlich. Ehrlich diskutieren. Die waren alle friedlich. Wenn man die so in kleinen Grüppchen oder einzeln dann hat, dann sind die alle ganz friedlich und dann kann man herzlich diskutieren und auch mal Späße miteinander machen. Das ist alles gut. Aber ich bin tatsächlich kein Fan einer bestimmten Fußballmannschaft. Das nimmt dir auf jeden Fall viel Stress und ist gut fürs Herz, glaube ich. Genau, absolut. Okay. Knut, dann tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Fast 2 Stunden hast du jetzt mit mir hier gesprochen und das war die 40. Folge Platschwort. Die erste Folge im Jahr 2020 und ich kann an der Stelle nur sagen, danke, dass ihr zugehört habt und folgt uns bei Facebook und Twitter und schaut mal, ob wir ein paar Fotos bei Instagram hochgeladen haben. Und hört euch mal den Podcast von Knut Kirch an, auch wenn die jetzt schon 2 Jahre her sind, die letzten Folgen. Es ist dennoch sehr, sehr interessant, eine Perspektive eines Schiedsrichters zu bekommen und sehr, sehr wertvoll und nachhaltig. Sehr gut. Ja, hast du noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest, bevor du ins Bett fällst? Martin, nein, es war wirklich sehr angenehm, mit dir zu reden. Du hast sehr viele interessante Fragestellungen, wo ich dann auch nochmal überlegen musste und hier und da und dort. Also da kitzelt dann schon auch der interessierte Fußballfan schon nochmal ein bisschen was raus beim Schiedsrichter. Das war cool. Vielen Dank dir dafür und guten weiteren Verlauf in diesem Jahr. Ja, ich werde dich bestimmt nochmal in die Sendung holen. Ja, da wird es bestimmt nochmal ein paar Fragen geben. Mach das, ja. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder und da gucken wir wahrscheinlich ein bisschen auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga und da haben wir einen Gesprächspartner und wird bestimmt spannend. Also macht's gut und bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss, Knut. Ciao, Martin. Sport. Der Sportpodcast.